So, jetzt ist es wieder soweit. Es ist Sonntagabend. Das heißt, der Ben hat einen neuen Podcast für euch und heute eine ganz spezielle Ausgabe von zwei, wie soll ich sagen, Koryphäen des deutschen Bodybuildings. Denn diese beiden wissen, glaube ich, alles oder es gibt fast gar nichts, was sie nicht wissen, wenn es zum Bereich Bodybuilding, Ernährung, Diät, Supplements, Hormone und weiß ich nicht, was kommt. Also unglaublich und ich bin froh, dass ich auf der einen Seite eine Frau habe und auf der anderen Seite einen Mann. Ihr habt ja viele, viele Fragen gestellt. Ich glaube, das wären, also der Podcast würde wahrscheinlich 5 Stunden dauern, wenn ich die ganzen Fragen gestellt hätte. So habe ich mir die 20 Besten rausgesucht und ich glaube auch die 20 Interessantesten für euch da draußen. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich natürlich meine beiden Gäste einmal vorstellen. Da haben wir zum Beispiel die Frau Dr. Martina Ohlich, die jeder kennt vom Garnicus mit ihrem Fachwissen und bla bla bla. Aber was die meisten von euch nicht wissen, ist, dass die Tina, ich nenne sie einfach Tina, auch eine Athletin war, eine sehr gute Athletin, auch andere Sachen gemacht hat, wie Kraft-Dreikampf. Ich glaube, sie hat bestimmte Weltrekorde gehalten in bestimmten Kraftdisziplinen und hat auch in Amerika, sagt man, Pole-Wrestling gemacht. Nein, das hat nichts zu tun mit in den Stripclub zu gehen und den Pole da aus der Wand zu reißen oder irgendwas. Nein, das ist, wenn sich zwei Damen gegenüber sitzen, so ein Holzstück festhalten und dann versuchen, es sich aus den Händen zu reißen und sie wird uns gleich bestimmt sagen, wie das in Deutsch ist. Heißt denn, ich habe es schon wieder vergessen. Und da gibt es halt so viel zu sagen zu der Martina und ich denke, die Martina verdient sich einen eigenen Podcast, den wir dann Anfang des Jahres einmal machen werden und dann mal so den ganzen Werdegang der Tina mal so durchsprechen werden, ihr ganzes Leben und es ist super, super interessant und da freue ich mich auch drauf. Also erstmal willkommen. Tina, hi, Ja, wie geht's herzlich dir? willkommen auch von mir. Und auf der anderen Seite jemand, der eigentlich auch den Titel Doktor, Doktor, Professor, Professor verdient hätte, denn er hat auch dieses unglaubliche Fachwissen, wenn es zum Bodybuilding und Fitness und allem anderen, was dazugehört, kommt. Er war mehrfacher deutscher Meister in verschiedenen Verbänden. Und auch international hat Riesenmeisterschaften gewonnen, wie den Lode Cup zweimal. Und ein unheimlich guter Athlet oder sehr guter Athlet, dem man niemals eine Pro-Karte gegeben hat. Warum? Das weiß kein Mensch, wenn man die Pros heutzutage sieht. Da hätte er doch schon fast alles wegrasiert, so wie er damals ausgesehen hätte. Wie auch immer, hier ist er. Ich freue mich sehr. Hallo Manuel, wie geht es dir? Hi zusammen, freue mich auch. Geht sehr, sehr gut. Dankeschön. Gut, klasse. So, dann würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Und bevor ich mit diesen 20 Fragen anfange, da hat jemand geschrieben, der würde mal gerne zu Manuel kommen ins Studio und er weiß gar nicht, wo du bist. Er würde mal gerne ein Gespräch mit dir führen. Er würde mal gerne mit dir trainieren, beziehungsweise, dass du ihn trainierst. Was würde das kosten? Wie kann er dich kontaktieren? Sag uns das mal schnell. Am besten einfach per Instagram oder direkt bei uns im Studio mal anrufen. Das ist am allereinfachsten. Okay, wie Instagram, heißt hier dein macht man Studio? Nachricht. Bitte? Wie heißt das Studio? Get fit. Ganz einfach. Get fit. Und einfach mal ist in Grafenwöhr, das ist ein ganz kleiner Ort, in Bayern, nördliche Oberpfalz, aber einfach am besten im Studio mal anrufen. Bei mir ist jeder herzlich willkommen. Also egal ob Anfänger, dick, dünn, völlig egal. Okay, cool. Und ich weiß, dass die Tina ja das im Prinzip auch macht. Sie macht auch Wettkampfvorbereitung zusammen mit, ach, wie heißt die hübsche Kleine nochmal? Stefanie Wagenfeil. Okay, genau. Ihr macht ja auch da was zusammen, so dann kannst du ja auch doch mal direkt sagen, wenn jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, was wäre das Beste, dich zu kontaktieren? Eine Mail schreiben an info@fitgiant.de. Gut, dann haben wir das auch.
So, und dann fangen wir einfach direkt mal an mit den Fragen. Wie gesagt, ich habe 20 Fragen rausgesucht und ich würde sagen, wir machen das mal so ein bisschen abwechselnd, dass nicht immer nur die Tina anfängt oder nur der Manuel, sondern ich schiebe das mal so ein bisschen hin und her. Okay, so jetzt Frage Nummer 1 und da fängt die Tina mal an. Kann man mit biochemischen oder Genanalysen das Talent eines Bodybuilders erkennen? Ja, das ist eine schwierige Frage gleich zuerst. Also Hormonanalysen wären vielleicht schon mal hilfreich. Testosteronspiegel bei einem Mann, der ist ja unterschiedlich hoch. Und das wäre schon mal eine gute Voraussetzung, wenn der ordentlich hoch ist für eine Bodybuilding-Karriere. Aber dann spielen noch ganz viele andere Stoffwechselfaktoren eine Rolle, die man, glaube ich, im Moment, Kenntnisstand jetzt, noch durch kurze Zusammenarbeit rausfinden sollte. Also das ist ja relativ einfach. Man kriegt jemanden, der glaubt, er möchte Bodybuilder werden und dann arbeitet man mit dem ein paar Wochen zusammen und dann sieht man ja schon, in welche Richtung das geht. Kann der gut aufbauen? Wenn der aufbaut, ist das mehr Muskeln als Fett. Und wenn man versucht, ein bisschen Gewicht zu verlieren, gehen dann nur die Fettdepots weg oder geht auch Muskulatur mit verloren? Das sieht man relativ schnell. Also es gibt inzwischen Gentests für die Ernährungsberatung, individuelle Ernährungsberatung. Aber ich sage es jetzt mal böse, da ist nichts dabei, was ich nicht auch mit 3 Wochen Coaching rausfinden würde. Okay, okay. Und Manuel, was ist deine Meinung dazu? Ja, es gibt ja so Genanalysen in alle möglichen Richtungen. Ich glaube auch über eine Anzahl von Muskelfaserverteilungen. Inwieweit das funktioniert, weiß ich nicht. Aber Martina hat es ja schon gesagt, man sieht ja das relativ schnell. Also du siehst eigentlich schon, was man immer nicht verwechseln darf, wenn jemand erstmal dünn ist, hat das nicht unbedingt was zu bedeuten. Ne? Es gibt viele, die waren mal dünn und sind super Bodybuilder geworden, aber du siehst schon bei manchen Dingen, wenn jetzt jemand so ein total schmales Schlüsselbein hat, oder allgemein, ohne dass der trainiert hat, was hat denn für eine Körperstruktur, ist der für den Sport überhaupt gemacht? Das ist jetzt sowohl für eine Frau als auch für einen Mann. Ne? Das ist ja, erleben wir auch häufiger. Kommen irgendwelche Mädels, na klar, die haben von Natur aus eher eine breite Taille, ein schmales Schlüsselbein, wollen in der Bikini starten. Da muss man auch ehrlich dann sagen, du kannst machen, was du willst, aber eine gute Athletin wirst du niemals werden. Ne? Genau. Ich finde immer, du kannst natürlich, kannst da sehen, das Beste rausholen. Und manche haben ja unbedingt den Traum, dann vielleicht mal auf die Bühne zu gehen. Dafür gibt es ja inzwischen viele Verbände, auch Verbände, die jetzt nicht, sage ich mal, so gut sind, wo die einfach mal vielleicht dann schon mal teilnehmen können. Aber man muss da schon auch ehrlich sein und sagen, für die große Karriere wird es halt einfach nicht reichen. Und das erkennt man auch schon relativ schnell. Weil genauso, Martina wird es wahrscheinlich bestätigen, Kraftsport ist es ja genauso. Es gibt Leute, die haben von Natur aus einfach Kraft, die sind stark. Und wenn jemand von Natur aus einfach eher schwach ist, dann wird er auch niemals ein guter Kraft-Dreikämpfer oder sonst was werden. Also ja, das erkennt man schon nach relativ kurzer Zeit. Ja, das stimmt. Ich kannte mal einen, der hat überhaupt nicht trainiert. Der hat so ein bisschen am Bau gearbeitet. Der kam rein und hat 10 mal 100 Kilo auf der Bank gedrückt, ohne jemals in seinem Leben trainiert zu haben. Ja, genau. Ist schon krass. Und andere drücken 100 Kilo nach 5 Jahren Training nicht. Das gibt es genauso. Also, ja. Genau, genau. So, die Antwort auf die Frage ist eigentlich nicht wirklich. Also man muss schon mit demjenigen mal zumindest einen Monat oder 2 trainieren, um zu sehen, ob das Talent da ist. Okay, okay. Gut, Frage Nummer 2, Manuel. Das ist für dich jetzt IGF-1 und HGH, Pro und Contra sowie die Anwendungsgebiete. Naja, Anwendungsgebiete, natürlich wird das im Bodybuilding verwendet, auch nicht erst seit Kurzem. Wachstumshormone mit Sicherheit schon sehr, sehr lange. Also ich kenne schon Athleten in den 80er Jahren, die haben das da schon verwendet, probiert. Mit IGF ist immer so eine Sache. IGF, ich glaube, inzwischen gibt es das selbst auf dem deutschen Arzneimittelmarkt. Das Increlex, glaube ich, ist damals entwickelt worden für Kleinwüchsige, eigentlich der gleiche Zweck ja wie Wachstumshormone, ist ja im Ursprung für kleinwüchsige Menschen. In den vergangenen Jahren, wenn natürlich Leute da IGF probiert haben oder versucht haben, wahrscheinlich das meiste, was da irgendwie erhältlich war, da war alles andere, aber kein IGF.
Ich glaube, das ist damals auch, das kannst du dann sagen, Martina, ich glaube auch mal für, weiß ich zumindest ganz früher, auch für Verbrennungsopfer mal, ist da, glaube ich, auch rumprobiert worden, aber das war damals so zur Forschung, das gab es damals offiziell nicht. Also inzwischen, glaube ich, gibt es das offiziell. Letztendlich ist das so, Wachstumshormone erhöhen ja im Prinzip die IGF-Bildung in der Leber, also da wird ja die IGF-Bildung eingeleitet. Das heißt, wenn man Wachstumshormone verwendet, erhöht sich normalerweise die IGF-Produktion und logisch, die Bodybuilder machen das dann natürlich, um Muskelwachstum zu fördern, Fettverbrennung zu fördern. Medizinisch, wie gesagt, wird es eigentlich verwendet, um bei Kleinwüchsigen das Längenwachstum der Knochen zu fördern. Ja, wird, wie gesagt, natürlich verwendet im Leistungssport oder Bodybuilding hauptsächlich. Ja, und Ziel ganz klar damit, Muskeln aufzubauen, Fett abbauen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, weil das war früher schon immer so, dass manche gedacht haben, dass das ein absolutes Zaubermittel ist oder ja, dass das jemanden mutieren lässt. Das ist es definitiv nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Da haben manche komplett falsche Vorstellungen. Die meinen, die nehmen jetzt Wachstumshormone und dann überschreiten sie ihre genetischen Grenzen. Also so ist es definitiv nicht. Okay. Tina? Brauche ich nichts hinzuzufügen. Hast du nichts hinzuzufügen? Okay, okay. Dann möchte ich mal ganz kurz was hinzufügen. Zum Beispiel das originale IGF-1 ist so teuer, dass die meisten sich wirklich gar nicht leisten können. Wenn es original IGF-1 ist, brutal teuer, also unglaublich. Und was es sehr gut auch für ist, ist für Verletzungen. Also wenn man irgendwelche Verletzungen der Sehnen, der Muskulatur etc. hat, hilft es sehr, um schneller alles zu heilen. Okay, so, dann fangen wir an mit der Tina. Oh ja, ich bin mir sicher, sie liebt diese Frage. Warum nimmt man Insulin vor und nach dem Training, wenn man doch 100 Gramm Carbs vor und nach dem Training essen könnte? Schüttet der Körper denn nicht genug Insulin selber aus in dem Fall? Oder wo ist der Unterschied? Also wenn man davon ausgeht, dass jemand, dass jemand 100 Gramm Kohlenhydrate vor und nach dem Training isst, käme es immer darauf an, was er noch über den Tag an Kohlenhydraten essen würde. Aber das würde der Körper natürlich aus eigener Ausschüttung schaffen können. Das wäre überhaupt kein Problem. Die Frage ist halt, wie viele Kohlenhydrate werden noch gegessen? Und wie ist denn der Allgemeinzustand und wohin soll es gehen? Und wenn ein absolutes Muskelwachstum das Ziel ist, haben ja die meisten, und dann werden wahrscheinlich mehr als 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag gegessen und vielleicht sogar Größenordnungen von 600 Gramm, das ist ja so eine übliche Menge, die man so speichern könnte als Normalo, dann aufwärts, dann hat der Körper natürlich sehr viel zu tun mit der Insulineigenproduktion. Dauerhaft muss er ja das dann produzieren, um die Kohlenhydrate in die Zellen zu bringen. Und dann ist es manchmal sinnvoll, wenn man dem Körper hilft dabei, ihn unterstützt. Das ist eben eine Menge der Gesamtmenge, eine Frage der Gesamtmenge an Kohlenhydraten, die gegessen werden. Okay, Manuel? Ja, und dann ist immer noch wahrscheinlich die Frage, also ich weiß jetzt nicht, wie die Frage genau gemeint ist. Wahrscheinlich, dass man durch 100 Gramm Kohlenhydrate, in welcher Form auch immer, eine extrem hohe Insulinausschüttung erzielt. Ich meine, damals haben ja viele das, oder machen ja das jetzt auch Naturalathleten beispielsweise, wenn die sagen, sie trinken nach dem Training Dextrose oder sonst was, um einen möglichst hohen Insulinausstoß zu haben, was dann die Nährstoffe besser einlagert. Aber ich glaube, ich habe irgendwo auch mal gelesen, also beziehungsweise ein Bodybuilder will natürlich dieses Insulin auch, um die Muskelproteinsynthese zu stimulieren. Und wenn du wenn du exogenes Insulin zuführst, also in den Mengen, die jetzt der Körper selbst nicht produzieren würde in diesem Ausmaß, dann wird diese Muskelproteinsynthese wahrscheinlich stärker angeregt werden. Das ist auch mit, weil 100 Gramm Kohlenhydrate, das ist immer logisch, das schafft der Körper, aber wenn ich jetzt sage, ich will einen maximalen Insulinausstoß haben und würde jetzt da immer einfach Zucker reinkippen, dann ist das auf Dauer definitiv ungesund, ne?
würde man vielleicht irgendwann auch die Bauchspeicheldrüse überlasten. Deswegen kann dann natürlich Insulin schon Sinn machen. Also nicht, um es vielleicht einmal noch so zu sagen, Insulin wird ja vielleicht manchmal generell nur schlecht geredet, aber in manchen Fällen, wenn man mal ehrlich ist, kann man den Körper oder der eigenen Bauchspeicheldrüse auch mal ein bisschen eine Auszeit genehmigen sozusagen oder die entlasten. Weil irgendwann, also ich rede jetzt natürlich mehr von den Leuten, die wirklich extrem viele Kohlenhydrate essen, nicht von irgendeiner Bikini-Mädel oder Mensch-Physik-Athleten, kann das natürlich auf Dauer ein Problem sein. Das Thema habe ich mit der Martina schon häufig jetzt gehabt, mit dieser Insulinresistenz und so weiter. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Bodybuilder, die können oder werden da mal Probleme bekommen, ohne dass sie das jetzt wissen oder weil die mit dem Thema Blutzucker, dem schenken die keine Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das kann bei vielen wirklich mal ein großes Problem werden. Ja, das stimmt. Und da ist ja auch die Gefahr, wenn man so ein bisschen kohlenhydratsensitiv ist, wenn man 100 vor und 100 nach dem Training isst, wo man hat so den Hang, ein bisschen fett zu werden, dann wird man natürlich auch ein bisschen schneller fett, ne? Also wenn man das isst oder wenn man jetzt nur Insulin zu sich führt mit ein bisschen Kohlenhydrate, ne? Ist natürlich auch ein anderes Ding, ne? Okay. Gut, dann eine nachfolgende Frage im Prinzip. Wie wählt man denn die richtige Insulindosis aus? Manuel. Ja, letztendlich, wenn man es richtig macht, natürlich mit Blutzucker messen. Alles andere ist ja fahrlässig. Ich meine, es ist halt, also wenn sich schon jemand entscheidet, das zu machen, ich sage das immer so, ich sage es jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, keiner wird sich mit einer Testosteronpulle von heute auf morgen umbringen. Aber beim Insulin ist das leider schon passiert, ne? Weil da kannst du jetzt auf dann ins Jenseits befördern, weil halt die Leute unwissentlich teilweise falsche Insuline benutzen oder das unterschätzen, was da passieren kann. Oder irgendwo aus dem Netz rauslesen, pro Einheit brauche ich so und so viel Kohlenhydrate. Das ist komplett unterschiedlich, individuell. Und das kann man nur mit Blutzucker messen. Also wenn das schon jemand macht, dann muss er das auf jeden Fall machen und kann dann nicht einfach mal Pi mal Daumen sagen, mache jetzt mal so, wird schon passen. Das kann wirklich dann fatale Folgen haben. Ne? Ja. Ja, dann muss man, wenn man mal mit einem insulinpflichtigen Diabetiker gearbeitet hat, Typ 1 Diabetiker im Sport, also wir haben Strongmen, die betroffen sind, das ist gar nicht so einfach. Der hat ja keine Eigenproduktion, also da ist es ja nur das Äußere. Dann denkt man ja immer, das kann man besonders gut kontrollieren vielleicht, wenn die Eigensynthese gar keine Rolle spielt. Und wenn man da sieht, wie schwierig das ist, gerade abends nach dem Training, wenn der Blutzucker sowieso schwankt und die Insulinempfindlichkeit sich drastisch verändert und der geht dann abends schlafen und hat eben nicht die richtige Menge an Kohlenhydraten gegessen. Und da rede ich jetzt gar nicht mal von Missbrauch, sondern einfach nur vom normalen Gebrauch bei einem Typ-1-Diabetiker. Das sind unglaublich und ich kann es nur unterstützen. Es gibt diese Glukose-Messgeräte, die man täglich trägt am Arm. Die kann man so 14 Tage kann man die am Arm tragen und dann kann man ein kontinuierliches Glukose-Monitoring machen und dann sieht man erstmal, das sollte man sowieso mal machen als Sportler, finde ich sehr spannend, wie man auf die einzelnen Lebensmittel reagiert und dann eben auch auf die Insulinmenge reagiert. Alles andere ist wirklich mehr als fahrlässig. Das ist wirklich schlimm. Ja, ist super gefährlich. Ich kenne auch ein paar Leute, die in Ohnmacht gefallen sind und fast gestorben sind und sich Insulin gespritzt haben. Und ich glaube, unser Freund Ronny Rockel, der hat ja so ein Messgerät am Arm ständig. Habe ich schon mal gesehen. Ronny hat eins, ja. Ja, genau. Ronny hat eins, aber inzwischen alles sehr, sehr gut im Griff. Okay. Ja. Aber ich finde, so für das eigene Leben ist es unheimlich spannend als Sportler, wenn man sieht, was passiert mit dem Blutzuckerspiegel auf verschiedene Lebensmittel. Also so macht was mal 14 Tage, 3 Wochen zu messen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ja, auch super interessant, wie du sagst, auf jeden Fall. Sollte man tun. Also die Antwort auf die Frage ist, messen, Jungs, messen. Nicht einfach rumspielen, nicht einfach irgendwas aus dem Internet lesen und übernehmen, weil wir sind alle anders, wir reagieren alle anders und verschieden. So, macht einen Test bei euch und dann könnt ihr das rausfinden. Okay, so die nächste Frage ist, trotz
TRT. Keinen Bock auf Sex und schlechte Potenz. Warum? Sag es mir, Tina, warum? Was ist ja, also TRT, das kann sogar passieren, wenn man das ärztlich verordnet kriegt. Muss man immer, ich bin immer ein Fan von Messen, die Hormone messen. Und je nachdem, wie die körperliche Struktur der Person ist, kann sein, dass die sehr viel von ihrem TRT, Testosteron, keine Ahnung, in Östrogen umwandelt. Östrogen, Prolaktin und Progesteron, das sind die Faktoren, die beim Mann zu solchen Effekten führen. Libidoverlust, kein Bock auf Sex und keine Durchführbarkeit vom Sex. Das liegt in erster Linie an den Hormonen. Manchmal reicht es dann schon, die Dosis zu reduzieren, damit nicht mehr so viel umgewandelt wird. Aber das weiß man halt nur, wenn man gemessen hat. Also auch hier gilt, wenn solche Probleme auftauchen, Testosteron messen, Bindeprotein messen, Progesteron, Prolaktin und Östradiol. Und dann kann man da schon mal sehen, wo es verrutscht. Und dann kann man überlegen, was man dagegen machen kann. Was ist mit dem Aromatase-Hemmer, wenn man den jetzt nehmen würde, zum Beispiel? Das würde helfen, wenn Östradiol, also Östrogen, das Problem wäre. Aber wir haben ja noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und auch da würde ich nicht einfach so blind agieren, weil das Nebenwirkungspotenzial ist doch relativ hoch. Und wenn man überdosiert ist und das Östrogen weggedrückt hat komplett, dann hat man auch keinen Vorteil. Also das Messen. Kostet ja nichts. Also mal so ein Blutspiegel messen lassen, wenn das auftritt, das kostet doch nichts. Genau. Manuel, deine Meinung? Ja, TRT ist sowieso immer weit dehnbar, der Begriff, ne? Was manche unter TRT verstehen. 500 Milligramm Testo, TRT. Genau. Ja, letztendlich muss man diese ganze Hormonkaskade dann betrachten. Was manchmal auch noch sein kann, also oft ist ja so, dass TRT natürlich ältere Menschen auch machen. Was manchmal auch ein Problem ist dann, oder sein kann, ist, dass das SHGB, wenn das ziemlich hoch ist, also dieses gebundene Sexhormon, ja, Bindinglobulin. Genau, Bindinglobulin, also dieses Transporteiweiß und was das Testosteron auch bindet. Wenn das zu hoch ist, was beispielsweise auch ist bei Leuten, die fettleibig zum Beispiel auch sind, kann das sein, oder SHGB, das steigt ja im Alter, dann kann Libido oder Potenz, muss man übrigens unterscheiden, diese zwei Begriffe, das wirft manche immer in einen Topf oder gibt da trotzdem ein bisschen Unterschiede, kann das Auswirkungen haben. Oder was ich weiß, in USA zum Beispiel im Anti-Aging-Bereich, ich weiß nicht, inwiefern das zutrifft, aber dass manchmal die Konvertierung zum Dihydrotestosteron sehr, sehr schlecht ist. Deswegen weiß ich, dass in USA beispielsweise manchmal auch TRT in Verbindung mit einem DAT-Derivat gemacht wird, um eben entsprechend ein bisschen Dihydrotestosteron zu haben, weil wenn das extrem niedrig ist, das kann man aber alles messen. Also wichtig ist ja wirklich, diese ganzen Parameter zu messen und nicht nur sagen, juhu, jetzt ist mein Testosteron hoch oder in einem erhöhten Zustand, das sagt noch gar nichts aus. Ne? Also was die Martina gesagt hat, diese ganzen Werte und dann eventuell noch SHGB mal messen und Dihydrotestosteron. Und wenn das eigentlich alles passt, naja, also rein jetzt vom Hormonstatus aus gesehen, dann darf es da kein Problem geben. Ich bin immer der Meinung, auch wenn Leute sonst was alles nehmen, irgendwelche Zyklen fahren, Libido oder Potenz, gibt es eigentlich nie einen Grund, dass das komplett irgendwie in den Keller gehen darf, weil dann stimmt irgendwas nicht. Ja? Also wenn Leute sagen, ja, das ist halt dann so, das ist normal, nein, dann ist eben nicht normal, weil dann stimmen irgendwelche anderen Hormonparameter eben nicht. Und da kann der Testospiegel noch so hoch sein, weil das verstehen dann viele nicht. Die haben Testowerte jenseits von Gut und Böse, also jetzt im erhöhten Sinne. Und trotzdem haben die dann Probleme und dann muss man die anderen Hormone einfach betrachten. Genau. Oder auch gerade dann, wenn zu viel umgewandelt wird. Das ist nämlich das Hauptproblem. Und diesen freien Androgenindex, den man halt rauskriegt, wenn man Testosteron und das Bindeprotein misst, der spielt eine ganz große Rolle. Okay, also ganz wichtig,
bei diesem Problem erstmal zum Arzt gehen und alle Hormone checken und messen lassen. Und dann man kann auch zum Labor gehen. Also nicht jeder möchte ja damit zum Arzt gehen. Man kann ja auch direkt sein Blut beim Labor abgeben, weil auch die Auswertung, die man so von einem Arzt kriegt, das ist ja oft dann auch sinnfrei. Deswegen einfach gleich ins Labor gehen und. Ich schicke die Leute immer direkt ins Labor, weil ich sage, dann brauchst du dir nichts Blödes anhören. Das Labor erbringt eine reine Dienstleistung. Du gibst dann, was du haben willst. Den nächsten oder übernächsten Tag hast du das Ding im Briefkasten, ohne irgendeinen Kommentar. Die Rechnung dazu, es ist eine reine Dienstleistung. Und der Arzt, ja, ich will jetzt nicht gegen die Ärzte da schimpfen, aber die meisten haben halt davon keinen was, und sonst ist das leider so. Ja. Sagen wir mal so, die deutschen Ärzte sind ein bisschen schwierig, wenn es zu dem Thema kommt. Das vor allem, du musst dich rechtfertigen dafür. Das ist das Schlimme. Also das Schlimme ist häufig, selbst wenn du Mädels mal irgendwie hinschickst und die wollen Schilddrüsenwerte, dann müssen die sich rechtfertigen vom Arzt, für was die das wollen. Das ist eine Katastrophe teilweise. Ne? Ja, und es ist auch so, wenn man das beim Hausarzt machen lässt zum Beispiel und das steht dann in der Akte und dann, wenn man das nächste Mal einen Schnupfen hat, dann wird alles darauf zurückgeführt und wird überhaupt nicht mehr nach der richtigen Ursache gesucht. Ja, deswegen, ja. Also wenn überhaupt, dann geht man nicht zum Arzt seines Vertrauens, wo man dann auch noch mit der nächsten normalen Erkrankung hingehen will, weil das wird sich rächen. Das kenne ich auch. Du, auch selbst hier in Mexiko, wo die ja alle sehr offen mit allem sind. Und wenn ich mal zum Arzt gegangen bin, wegen was auch immer, und er hat mich gefragt, und ich war immer ehrlich und gesagt, ja, ich nehme Steroide oder was immer. Ah, das ist der Grund. Ne? Also da brauchen wir gar nicht mehr weiter zu reden. Die Steroide sind schuld an allem. Allem, was falsch ist. Ah, ich habe mir den Fuß gebrochen. Ah, Steroide. Mhm. Ne? Ganz klar. Ne? Ja, Überlastung, genau. Zu viel stark geworden. So, die tun immer irgendwas, wie man es da wieder drauf ausredet. Deswegen, also kann ich wirklich nur jeden ganz im Labor empfehlen. Genau, gut. Nächste Frage, sehr interessante Frage. Was ist Sarms? Manuel, erklär uns mal, was Sarms ist. Ja, Sarms, das ist ja wörtlich selektive Androgenrezeptormodulatoren, heißt das Ganze. Das ist ja irgendwann mal entwickelt worden, um Eigenschaften quasi zu entwickeln wie Steroide, aber ich glaube ohne Nebenwirkungen, das war der Hintergedanke von dem Ganzen, weil wie der Name schon sagt, selektiv, das heißt, die sollen halt dann nur in bestimmten Geweben wirken, überwiegend in der Skelettmuskulatur als Beispiel und nicht halt wie andere Steroide beispielsweise jetzt in den auch in den Haaren oder in der Prostata als Beispiel. Also Sams, das sind keine Steroide, das sind im Prinzip Vorläufer. Ne? Die docken quasi an Androgenrezeptoren an und sollen halt dann, ich sage jetzt mal bewusst, sollen dann diese Wirkung dort entfalten. Letztendlich ist mit dem Zeug geforscht worden, aber es ist ja bis zum heutigen Tage sind das ja alles Forschungsmedikamente. Stehen trotzdem, das ist mir auch wichtig zu wissen für Athleten, die irgendwelche Doping-getesteten Wettkämpfe haben, die ganzen Sams stehen auf der Dopingliste der WADA. Selbst wenn man die teilweise in Shops kaufen kann, wobei ich da auch dazu sagen muss, da weiß kein Mensch, was da wirklich drin ist. Also da kann sonst was drin sein. Da wäre ich sehr vorsichtig, also wenn manche jetzt denken, ich entscheide mich gegen Steroide und nehme dafür Sams. Ja gut, ich sehe einfach den großen Nachteil, dass die meisten eigentlich nahezu gar nicht erforscht worden sind oder zu wenig, obwohl die ja von Pharmakonzernen eigentlich, obwohl das da in Auftrag gegeben worden ist. Also in der Theorie, wenn man das bei manchen Herstellern, die das bewerben, teilweise Supplement-Hersteller auch, in den USA oder so, da liest sich das alles ganz toll. Ich kann nur sagen, ich kenne auch Leute, die haben das schon benutzt und mich hat dann immer interessiert das Blutbild und da waren eben schon auch Veränderungen zu sehen, beispielsweise Leberwerte erhöht oder dass die eigene Testosteronproduktion im Prinzip nach unten gefahren wird. Also das ist nicht so, wie das gerne beworben wird, dass das irgendwie da komplett nebenwirkungsfrei wäre. Und wie gesagt, letztendlich weiß keiner, was da tatsächlich drin ist. So sehe ich das einfach.
Okay. Dina? Ja, also aus der Medizin kennt man das ja in erster Linie aus der Krebstherapie, also hormonabhängige Krebsarten, bei Frauen Brustkrebs und bei Männern Prostatakrebs, da werden die eingesetzt. Und es gibt ein paar Studien, die da wirklich, zum Beispiel Ostarin ist ja eins von den bekannteren, die da gute Effekte zeigen. Aber wie der Manuel schon gesagt hat, Nebenwirkungen, die reichen von lebertoxisch. Ich meine, Tamoxifen zum Beispiel ist ja auch nicht ein SARM, sondern ein SERM, also Östrogen, selektiver Östrogenmodulator. Und da weiß man ja auch, dass da Nebenwirkungspotenzial durchaus vorhanden ist. Und deswegen muss man einfach die Studienlage noch ein bisschen abwarten. Aber es ist recht vielversprechend. Da gibt es schon ein paar gute Ansätze mit unterschiedlichen Dingen. Jetzt nicht nur für Androgenrezeptor, sondern auch für die Rezeptoren, die zum Beispiel Fettabbau und Mitochondriensynthese machen. Also es ist schon ein sehr spannendes Gebiet. Aber die Food and Drug Dings da in den USA, die hat gesagt, es ist verfügbar, aber es gibt keine Empfehlungen dafür. Und Warteliste ist eben seit 2008. Also, aber spannend. Weißt du eigentlich, Martina, warum ich glaube, dass, also Ostarin, das ist, glaube ich, auch mit das, was am besten oder längsten erforscht ist. Ne? Das gibt es ja schon relativ lange. Ich habe mich ja mal viel mit beschäftigt, weil ich das sehr interessant fand, selbst auch schon mal probiert habe mit dem Kadarin, weil mich das interessiert hat, eigentlich nicht irgendwie zur Leistungssteigerung, sondern die Auswirkungen auf die HDL, also das gute Cholesterin, auf die Cholesterinwerte, auf die Glukosewerte. Dafür, glaube ich, ist es ursprünglich mal auch für Fettleibige entwickelt worden und das war auch sehr, sehr verheißungsvoll. Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, im Falle Kadarin ist es damals, sind die Studien irgendwann abgebrochen worden, wegen dem Bedenken, dass es Krebs verursachen könnte. Wobei da die Studien, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es mit Ratten oder Mäusen waren, aber mich würde immer interessieren, sind die Studien deswegen abgebrochen worden, weil es trotzdem entsprechend Nebenwirkungen gab oder die toxisch waren oder weil man gesagt hat, aus Pharmasicht, ja, also eigentlich ein richtiges Interesse hat man trotzdem nicht dran. Ist ja auch Ja, in meinen Augen. das befürchte ich eher, weil so die Studienlage ist eigentlich für die anderen Sachen ganz gut und das Nebenwirkungspotenzial ist deutlich geringer. Ich meine, wenn wir von Lebertoxizität reden, das haben wir natürlich bei den Originalsteroiden unter Umständen auch. Ja. Der Einfluss auf die Blutfettwerte, also HDL, das ist gar nicht richtig genau geklärt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es alles so ein bisschen ungewiss ist. Und ich würde mal sagen, vielleicht gibt es einfach nicht genug Geld für diese Forschung, würde ich mir gut vorstellen können. Ja, in Amerika bestimmt immer sehr viel die Industrie, was weiter geforscht werden soll und was nicht. Also je nachdem, wenn das richtig gut ist, dann wollen die das wahrscheinlich gar nicht auf dem Markt haben. Es ist so ein ganz komisches Ding in Amerika. Es war wie jetzt mit dem ganzen Covid, da hat man festgestellt, dass es ein Supplement gibt, was da richtig gut hilft. NAC, NAC. Und da haben die das einfach vom Markt genommen und verboten. Weil die wollen lieber, dass die Leute teure Pillen kaufen. Ne? Also es ist unglaublich, da gibt es so eine Studie darüber. Wie auch immer, meine Erfahrung mit SARMs, wollte ich nur mal kurz sprechen drüber, ist zum Beispiel, wie ich gehört habe, dass es auch absolut nicht auf die Prostata geht. Dann habe ich es mal selber ausprobiert, weil ich habe eine BPI, wie man so schön sagt. Und dann, aber ich schwöre es dir, nach 3, 4 Tagen, dass ich SARMs genommen habe, hat mir meine Prostata wehgetan. Ne? Also sag, okay, ne? Stimmt dann doch nicht so ganz. Aber ich muss sagen, ich habe es bei verschiedenen Leuten angewendet, die ich vorbereitet habe, jetzt bei Männern und bei Frauen. Und ich muss sagen, bei Frauen hat es am besten gewirkt. Also erstmal die Wirkung an sich. Bei Frauen war viel, viel besser. Und keine dieser Frauen hatte die normalen Nebenwirkungen von Steroiden gehabt. Sprich, die Stimme hat sich nicht verändert, die Klitoris ist nicht gewachsen, sie hat kein Bartwachstum gehabt und so weiter. All diese Nebenwirkungen, die du normalerweise von richtig Steroiden hast, hatte keine der Frauen. Also das muss ich sagen. Und die hatten doch schon eine enorme Wirkung gezeugt. Also fast, ich sag mal so, wenn man es jetzt vergleichen würde mit Steroiden, ich würde mal sagen, bestimmt 60 bis 70, 75%, als wenn die Steroide genommen haben. Also es war schon ein Riesenunterschied. Also. Also bei Ostarin kann ich mir das, oder weiß ich, dass bei Frauen sehr gut funktioniert oder funktionieren kann. Ich sage, die einzigen Bedenken, die ich immer ein bisschen oder auch habe, weil das,
halt Firmen vertreiben, teilweise irgendwelche, ja, die auch normale Supplements herstellen. Und da ist halt einfach natürlich die Unsicherheit, was ist wirklich tatsächlich drin. Ja, also wenn man jetzt wahrscheinlich wüsste, dass es, ich sage jetzt mal einfach Ostarin, weil das eben am besten erforscht ist, man wüsste, da ist richtig Ostarin drin. Und Frauen wollen irgendwas verwenden, dann wären die mit Ostarin sicherlich, behaupte ich jetzt mal, oder sage ich, gut bedient. Ne? Mhm. Das ist halt immer das Restrisiko sozusagen. Ist es wirklich drin? Ne? Also ich kann es beispielsweise nur sagen, weil mich das auch mal interessiert hat, obwohl das ja eigentlich kein Samen ist, bei Ibutamoren, also diese, ja, das ist der Wachstumshormon. Peptide. Kein Peptid, sondern was im Prinzip über das GHR-Lin die Wachstumshormonausschüttung über 24 Stunden erhöht. Und da habe ich halt bei, ich sag mal, bei unterschiedlichen Firmen halt auch und bei manchen, was ich dann nur gemerkt habe, dass man extrem gut schläft. Aber ich habe auch welche gehabt, da war im Prinzip gar nichts und ich habe immer gewusst, wenn ich das nicht merke, dann ist es nicht drin. Also ich habe das da, ich habe das nicht genommen zum Muskelaufbau oder sonst was, sondern weil ich da sehr Interessantes drüber gelesen habe, dass es extrem, extremst wirklich den Schlaf verbessert. Und das war auch so, aber eben nicht bei jeder Firma sozusagen. Ne? Und das ist immer, dann weißt du nicht, was ist tatsächlich drin. Das ist das Problem. Ja, das stimmt. Und das habe ich auch mal ausprobiert, Manuel, gut, dass du es sagst. Ich habe es genommen, ist noch gar nicht so lange her. Und 5 Minuten, nachdem ich es injiziert hatte, mein ganzer Körper war on fire. Ich habe gebrannt. Du kannst dir nicht vorstellen. Mein ganzer Körper hat gejuckt. Der war an Feuer. Ich konnte kaum atmen. Boah, ich habe voll die allergische Reaktion gehabt. Ich habe mir Benadryl reingeschmissen wie so ein Verrückter. Und dann ging es wieder. Ne? Boah, hammerhart. Ne? Also, naja, das dazu. Okay, nächste Frage. Super interessant. Da hat jemand jahrelang Muskelkater, ganz egal wie oft er trainiert, egal welchen Split er macht oder die Menge an Schlaf, Eiweiß, Carbs oder Supplements oder egal was er tut, nimmt, macht, er hat ständig Dauer Muskelkater bei jedem Training. Was kann das sein? Tina? Also wenn ich sowas höre, egal was ich mache, ich nehme nicht zu, egal was ich mache, ich nehme nicht ab, dann gehen bei mir alle Warnlampen an. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand schon wirklich alles optimiert hat. Okay. Okay. Sollte er tatsächlich alles optimiert haben und immer noch dauerhaft Muskelkater, egal was er macht, dann spricht das für eine schwerwiegende Erkrankung. Und da würde sich mal anbieten, Rhabdomyolyse, also die Auflösung von Muskelzellen zu messen, über die Kreatinkinase zum Beispiel, also CK-Wert. Und das würde ich als allererstes mal machen, wenn wirklich, also ich glaube nicht, dass da alles schon ausgeschöpft ist. In erster Linie liegt es am Trainingsprogramm, also an den Abständen, wie man trainiert, an der Trainingsintensität, an der mangelnden Ernährung, um die Regeneration wieder einzuleiten. Das ist, glaube ich, das Haupt. Also es wird immer viel gemacht über Ernährung und Training, aber Regeneration, das ist ja ein Stiefkind bei uns. Und vielleicht liegt da der Hund begraben. Okay. Manuel, was denkst du? Ja, ich frage mich da auch, wenn man, ist das jetzt, ist es wirklich ein Muskelkater oder sind es Muskelschmerzen mehr, die ständig sind, gibt ja auch so Leute, aber dann ist ja, wenn jemand ja ständig Muskelschmerzen zum Beispiel hat, dann ist es ja meist irgendeine Erkrankung dahinter. Also dann könnte man, wie die Martina sagt, verschiedenes messen einfach mal. Gibt ja die allermöglichsten Dinge, wenn manche da ständig extrem Muskelschmerzen oder so haben, ich sage mal, alle möglichen Ursachen haben. Kann auch sein, dass jemand mal irgendeinen Zeckenbiss gehabt hat und hat ständig Muskelschmerzen oder sonst was. Also das würde mich jetzt mal interessieren, ist das wirklich direkt nach dem Training ein Muskelkater oder sind es gefühlt ständig Muskelschmerzen? Das ist muss man ja klar unterscheiden. Ja, das kann man auch gut unterscheiden. Ich leide ja an diesem ständigen Muskelschmerz durch die Autoimmunerkrankung und das kann man klar unterscheiden von einer Muskelkater, also deutlich. Ja. Okay, ja, denke ich auch. Also auf jeden Fall, wenn er alles optimal macht, dann muss er zum Arzt gehen und mal diesen Test machen, den Tina vorgeschlagen hat.
Gut, nächste Frage. Wie viel Gramm Salz ist noch gesund als Sportler pro Tag? Was glaubt ihr, Tina? Also die Fachgesellschaften in Deutschland sagen 6 Gramm Kochsalz pro Tag maximal und die WHO sagt 5 Gramm Kochsalz maximal. Bei uns im Sport gibt es ja immer die zwei Fraktionen. Die einen, die essen überhaupt kein Salz. Das finde ich immer noch wieder. Ich finde, das ist, also wenn man was Oldschool bezeichnet, dann ist es kein Salzessen. Ja. Das gibt es aber tatsächlich immer noch, dass jemand überhaupt kein Salz isst. Und Salz, Natrium und Chlorid, das sind ja die Bestandteile, aus denen Kochsalz besteht, das ist essentiell, alles beides. Also wenn man unter 1,5 Gramm Natriumchlorid kriegt, also Kochsalz, dann hat man ein gesundheitliches Problem. Also ein richtiges gesundheitliches Problem. Und wenn man jetzt alles selber macht, Clean Eating und nichts nachsalzt, dann muss man wirklich bei einer niedrigen Kalorienzahl aufpassen, dass man nicht in einen Salzmangel gerät. Natrium ist essentiell. Und nur weil die Deutschen 8 bis 12 Gramm pro Tag fressen und die deswegen halt die Empfehlung lautet, kein Salz, kein Salz, kein Salz. Und weil es vielleicht ein paar Prozent Bluthochdruckfälle gibt, die auf Kochsalz reagieren, ist es überhaupt kein Grund, kein Salz zu essen. Und dieses mit dem Wasser ziehen, das ist doch völliger Quatsch. Natürlich, wenn ich meine Natriummenge verändere nach oben, dann bleibt kurzzeitig ein bisschen mehr Wasser im Körper zurück. Dann haben wir jetzt 5 Hormone, die dann das merken und dann die Salz- und Wasser Ausscheidung wieder regulieren. Das ist nur kurzfristig. Das ist wie, wenn man gar kein Salz isst und abends mal eine Pizza isst. Dann hat man am nächsten Morgen so ein Gesicht und die Hände gehen nicht mehr auf. Aber das ist auch weg, wenn man regelmäßig eine gesunde Menge Salz isst. Und ich sage immer, die Leute, die vor dem Training immer eine große Menge Salz, also mal 3 Gramm oder so nehmen, ist so Pre-Workout und die dann einen richtigen Pump spüren, das sind alles die, die mit Natrium unterversorgt sind. Sorry, aber das passiert dir nicht, wenn du ausreichend Salz, dann hast du diesen Pump-Effekt nicht mehr von dieser Pre-Workout-Salzmenge. Also da kann man schon mal überdenken, ob man überhaupt genug Salz gegessen hat. Okay, cool. Manne? Ja, ich hab die gleichen Erfahrungen schon gemacht, weil eigentlich für mich ist es selbstverständlich. Und dann, wenn du die Leute mal, ist mir durch Zufall eingefallen, weil ich gesagt, eigentlich für mich selbstverständlich, dass die oft zu wenig Salz sogar essen, wenn die eben selbst kochen. Oder weil die halt immer noch diesen Mythos vertreten, Salz zieht Wasser und den ganzen Blödsinn. Ein normaler Mensch wird in der Regel sowieso nicht zu viel Salz essen, weil der Körper ja eigentlich auch von den Geschmacksnerven und so her so getrimmt ist. Der Mensch könnte ja theoretisch an zu viel Salz sterben, ne? Aber wenn du jetzt was extrem Versalzenes isst, deswegen ist das also eingerichtet, dann wirst du sagen, das esse ich nicht mehr, weil das ist, das wären Salzmengen, wo man dann sagen würde, dann wird es irgendwann gefährlich werden. Also das regelt der Körper selbst, genauso wie dieses Natrium. Wenn du dem Körper ja viel Natrium gibst, also ein normal funktionierender Körper regelt das ja selbst. Also ich habe in meinen ganzen Blutbildern, wenn Natrium gemessen war, egal wie viel Salz ich gehabt habe, da hast du nicht plötzlich zu viel Natrium im Körper, sondern wenn, sagen wir mal, immer vorausgesetzt, Nieren alles funktioniert, dann reguliert der Körper das alles selbst, diesen Natriumhaushalt. Und dann wirst du nicht, weil du jetzt 10 Gramm am Tag isst, plötzlich einen erhöhten Natriumspiegel oder so haben. Das ist ja ein Blödsinn. Also, ja. Ja, das ist auch noch der Körper eigentlich im Gleichgewicht. Ja. Ja, also man muss ja auch noch bedenken, dass unsere meisten Bodybuilder schwerer sind als der 70 Kilo Normalbürger und dass die durch das Training auch Schweißverluste haben und da geht natürlich auch nochmal Natrium verloren und da kann man ruhig auch ein bisschen großzügiger sein. Wo ich ja wenig von halte, da habe ich mich auch mit Manuel letztes Jahr drüber unterhalten, dieses extreme Aufsalzen und Aufwässern in einer sogenannten Peak Week, das halte ich für gesundheitlich bedenklich. Ja, haben wir aber früher gemacht, ne? Aber ich mache das schon ewig nicht mehr. Ich höre mal, ich muss oft die Hände vor das Gesicht schlagen, wenn irgendwelche Bikini-Mädels, das muss ich jetzt mal erzählen, wenn die dann kommen, jetzt ist doch Big Week, wenn die irgendwo mal waren, ist jetzt egal, dann muss ich doch jetzt 12 Liter trinken und 20 Gramm Salz. Also ich mal, was willst du denn mit 50 Kilo 12 Liter trinken und 20 Gramm Salz, die haben, also leider praktizieren das manche noch und das ist, ich finde das gefährlich, ich finde das wirklich gefährlich. Ja. Der gleiche Unsinn ist aber, wenn manche Bodybuilder meinen, sie müssen das ganze Jahr über 8 oder 10 Liter saufen,
Das ist für mich genauso ein Blödsinn. Kein Mensch der Welt braucht 8 oder 10 Liter saufen. Da meinen sie, tun sich, das kann mir auch keiner erzählen, dass er das macht, weil er das nach seinem Durstgefühl trinkt. Sondern ich weiß nicht, was sich die da erhoffen von zu viel trinken. Und da ist übrigens auch so, wenn ich natürlich jeden Tag 8 Liter saufe, dann wird entsprechend auch jedes Mal Natrium rausgespült. Ne? Und wenn dann jemand sowieso bloß 5 Gramm Salz isst, dann kann er einen Natriummangel haben durch seine ständige Sauferei. Also was da manche immer noch praktizieren, ja, das Thema haben wir ja schon mal gehabt. Also da manchmal muss man sich wirklich wundern, also so blöd das jetzt klingt, wo es ja dann eigentlich ernst ist, dass da manche gerade in dieser Peak Week, was sie da veranstalten mit Salz und Trinken, dass die da noch nicht mehr gesundheitliche Probleme bekommen haben. Weil das ist ja Wahnsinn teilweise. Ja. Nur wenn man jetzt halt dauerhaft 8 Liter trinkt, dann hat man auch für 8 Liter Durst. Das muss man langsam wieder abtrainieren. Also man scheidet das ja auch aus und dann kommt der Durst und dann denkt man, ich muss das ja trinken. Also das muss man in kleinen Schritten wieder runterregulieren. Also ich weiß von meiner Peak Week, wenn ich dann so ein paar Tage mal ein bisschen mehr getrunken habe als normal, da bist du ja nur noch auf der Toilette, ey. Jetzt stell dir mal vor, das ganze Jahr trinkst du 10 Liter. Da verbringst du den halben Tag auf der Toilette. Das ist ja brutal. Das ist ein totaler Schwachsinn. Aber ich muss sagen, jeden Athleten oder jede Athletin, die ich schon mal gesehen habe, die in einer Wettkampfvorbereitung waren und die waren auf einmal schwindelig, war immer dasselbe. Hey, nimmst du Salz? Nee. Nimm mal Salz. Und dann, auf einmal haben sie sich wieder normal und besser gefühlt. Ne? Weil viele haben einfach zu wenig Salz in der Vorbereitung. Das stimmt jetzt. Nicht 10 Gramm, aber man sollte schon. Man fühlt es ja, ob man es braucht oder nicht auch, ne? Wenn man so ein bisschen drauf achtet. Eigentlich ja. Ich habe das auch immer gut gefühlt, wenn du sagst, in der Peak Week oder eigentlich am Wettkampftag oder wenn du, das ist auch immer lustig, da fressen die Leute Unmengen an Kohlenhydrate, trinken nichts oder nehmen kein Salz und wundern sich, dass die Kohlenhydrate ja gar nicht ankommen, haben trotz 1000 Gramm Kohlenhydrate keinen Druck auf der Muskulatur. Da sage ich, hör auf, Kohlenhydrate zu fressen, nimm mal lieber Salz und trink was, weil das Salz ja auch wichtig ist für die Glucose-Einlagerung. Letztendlich, das sind ja alles Faktoren, aber das sind halt immer noch häufige Fehler, die gemacht werden. Ja, das stimmt. Trotz YouTube und allem, man stößt immer wieder auf die gleichen Fehler. Ja, genau. Das stimmt. Okay, nächste Frage. Inwiefern haben Supplements und Anabolika das Bodybuilding in den letzten 20 Jahren verändert? Manuel, schieß mal los. Boah, fangen wir mal mit Supplements. Also ja, muss man ganz ehrlich sagen, Supplements haben vieles erleichtert. Was ich sehr gut finde, ist die Entwicklung von Supplements bezogen auf diesen ganzen Gesundheitsbereich. Das gab es früher nicht oder hatten wir auch nicht gewusst. Da gibt es sehr viele sinnvolle Sachen, definitiv. Also das finde ich sehr, sehr positiv. Kein Mensch der Welt wird jetzt durch irgendwelche neuen Supplements 20 Kilo mehr Muskeln aufbauen. Das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen. Von den ganzen chemischen Geschichten her hat sich natürlich einiges geändert. Ich finde, das hat so richtig angefangen eigentlich in den 90er Jahren mit der Ära Dorian Yates, weil das war die Zeit, wo in Anführungszeichen die ersten ja so Massemonster gekommen sind. Ne? Dorian damals, Nasser Al-Sambati, das war, also in der Zeit auch schon dabei, habe die damals live alle gesehen. Da hat man halt schon nochmal einen gravierenden Unterschied gesehen. Ich weiß nicht, das werdet ihr noch in Erinnerung haben. Als der Dorian das erste Mal noch bei der Olympia war und hat gegen den Lee Henning noch verloren. Ja, genau, und dann, ich glaube, 92 ist das erste Mal Mr. Olympia geworden, weil da habe ich die Kassette noch zu Hause in Helsinki und dann 93 in Atlanta. Da hat der von einem auf den anderen Jahr so einen brutalen Sprung gemacht. Also muskelmassemäßig, das war ja brutal. Und da, das war ja eigentlich, finde ich persönlich, so der erste richtige Freak, der Dorian. Ja. Dann ist die Zeit ja losgegangen, ne? Mit Nasser Al-Sambati, Paul Delay, Markus Rühl dann und wie die alle heißen, Ronny natürlich. Da hat sich das Bodybuilding schon gravierend verändert, muss man sagen, was die Muskelmasse angeht. Wenn man es aber vergleicht mit jetzt,
Jetzt sind wir ja trotzdem schon 30 Jahre später. Klar, wir haben heute so Leute wie den Rami und so, aber so Freaks mit der Muskelmasse, zumindest in ähnlichem Ausmaß, hat es auch vor 20 Jahren schon gegeben. Nur mit dem Unterschied, dass die damals auch eine andere Muskelqualität hatten. Ja. Also das Bodybuilding in der offenen Klasse ist für mich, was jetzt die Muskeln angeht, die letzten Jahre nicht besser geworden oder weiter. Muskeln haben die, wie gesagt, vor 20 Jahren hat es diesen ganzen Freaks auch schon gegeben mit 125, 130 Kilo Wettkampfgewicht, aber bei anderer Muskelqualität. Mhm. Also das ist meine Meinung über das Ganze. Wie gesagt, es ist, finde ich, ab den 90ern so, hat es sich extrem gedreht, wenn man vorher immer noch den Lee Haney und die ganzen gesehen haben, die natürlich für ihre Zeit auch schon sehr viele Muskeln hatten. Aber das war plötzlich ein ganz anderes Bild, als der Dorian dann gekommen ist. Ja, da gibt es dieses berühmte Schwarz-Weiß-Foto, 93, 4 Wochen vom Olympia, wie er da steht, in Socken. Genau. Aber laut Dorian, er hat gesagt, dass er das Jahr zuvor einfach overdietet hat. Also er hat einfach zu starke Diät gemacht und er hat in dem 93er Jahr dann seine Diät nicht so ganz so stark gemacht und war dann, glaube ich, über 20 Pfund mehr Muskel hat er auf der Bühne gestanden. Voll, ja. Hammer. Ja. Tina? Ja, also ich bin auch Fan von Supplementieren, weil es das Leben deutlich einfacher macht. Und wenn man sich an die Anfangszeiten erinnert, da konnte man ja so ein Proteinpulver überhaupt nicht trinken. Das war ja wie Zement. Also diese allerersten Proteinpulver, abgesehen davon, dass man sie auch nicht bezahlen konnte. Aber Extrem teuer. Hör mal, warte mal, ich muss da kurz noch was zu sagen. Ich habe 1979, hat mir jemand so, ich habe was ganz Geheimes aus Amerika, Protein mitgebracht, das hieß Orbolac. Sagte, das ist das Beste, da baust du, da haben wir alle gedacht, das ist so wie Anabolika, da baust du unheimlich von auf, ne? Und dann habe ich mir so einen Löffel von dem Orbolac in den Mund getan und ich schwöre es dir, das ist mir am Gaumen stecken geblieben, wie Zement. Wie Zement. Ich musste einen Löffel nehmen und so das wieder loseisen. Boah, es war brutal. Und das hat geschmeckt wie Kacke. Ich schwöre es dir. Okay, Tina. Ja, wie hieß das? Plasvita oder wie das damals hieß? Das war auch so eine Zement. Provita. Oh, oder Provita, genau. Provita, keine Ahnung. Aber jedenfalls, es war hardcore. Und ich glaube, dass man mit Supplements sehr viel erreichen kann. Aber es ist natürlich kein Ersatz für die normale Ernährung, ganz klar, aber man hat schon Vorteile. Wenn ich nur an Vitamin D denke zum Beispiel oder die Omega-3-Fettsäuren und so, das ist schon ein deutlicher Fortschritt. Die andere Geschichte, da muss man ja sagen, hat es ja auch eine Entwicklung gegeben, die sich auch in der Gesetzeslage bemerkbar macht. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied geworden, wenn man heute in Deutschland ist und irgendwas mit Anabolika zu tun hat, dann ist man ja wirklich also absolut in der Verbrecherszene. Als Nutzer und auch als Berater, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, hat man mir schon mal unterstellt, Beratung, das gibt auch Ärger. Ja. Wie kann eine Beratung Ärger geben? Also das verstehe ich jetzt mal überhaupt nicht. Was ist denn daran kriminell, wenn ich jemanden berate? Ist kriminell, wenn ich jemanden berate, wie man am besten in eine Bank einbricht. Das verstehe ich ja noch. Aber wie man was nimmt, das ist ja wow. Ja, also. Ja, und das ist schon ein großer Unterschied. Und was ich halt auch in den letzten 20 Jahren, also diese Schwarzmarktproblematik, die ist ja neu dazugekommen, dass man ja nichts mehr in der Apotheke kriegt, sondern dass auf irgendwelche Untergrundsachen zurückgreifen muss. Das ist auch vom gesundheitlichen Aspekt auf jeden Fall ein drastischer Einbruch für die Athleten gewesen. Und auch, dass man heutzutage ganz viel auf Substanzen zurückgreift, die eben noch nicht am Menschen ausreichend getestet worden sind. Mhm. Wo man nicht weiß, was drin ist, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Aber selbst wenn es drin ist, noch nicht mal genau weiß, was das mal machen wird. Die ganzen Peptide und so, die sicherlich ihre Berechtigung haben. Also weiß man ja zum Beispiel von Heilung, Wundheilung und Sehnen und Bändern. Da gibt es ja Studien zu. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein Feld, wo man im Trüben fischt. Ja, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Peptiden jetzt für Heilung und so weiter und so fort, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz toll. Okay, nächste Frage. Ist euch das Herzmittel Strophantin, glaube ich, bekannt? Es soll sehr gut sein als Blutdruck
Senka, Tina, fang mal an. Kennst also das Strophantin, das ist ja das gleiche wie das Guabain. Das ist so ein Gift, Pfeilgift. Also da hat man die Leute mit beschossen und dann konnten die sich nicht mehr bewegen. Warum? Weil es die Natrium-Kalium-ATPase, das ist wurscht das Wort, aber das ist das allerwichtigste Enzym, was wir im Körper haben. Das ist in jeder Zelle und sorgt dafür, dass die Zelle niemals im Gleichgewicht ist. Dass außen mehr Natrium ist als innen und innen mehr Kalium als außen. Wenn das Enzym da nicht wäre, dann würde das einfach wieder zurückfließen, dann hätten wir auf beiden Seiten gleich viel, dann könnten wir keinen Transport mehr machen, dann könnten wir kein ATP mehr bilden. Also da wären wir tot. Also Gleichgewicht ist für den Menschen der Tod. Und dieses Guabain, das hemmt eben dieses Enzym, was das Ungleichgewicht schafft, wo alle Lebensvorgänge von abhängen. Und ja, das hat man früher als Herzmittel eingesetzt. Heute findet man es fast nur noch in homöopathischen Medikamenten. Da gibt es inzwischen deutlich Besseres. Okay. Und ich habe eine Frage dazu. Wer hat wen mit Pfeilen beworfen, beschmissen? Wovon sprichst du? Also eine Purpurvölker zum Beispiel, das kommt ja aus einem, aus einer Pflanze. Und da haben die ihre Pfeilspitzen mit eingerieben und dann haben die geworfen und das Opfer hat dann halt, ist dann in ein völliges Gleichgewicht gekommen und war dann tot. Okay. Da kann man wieder weglaufen als erstes zum Beispiel, weil die Muskulatur halt dieses Ungleichgewicht braucht für die Reizleitung und für die Muskelkontraktion, das ist dann alles weg. Okay, wahrscheinlich auch dieser, ne, mit so, ja genau. Genau, okay, alles klar. Ich dachte, okay, Manuel, kennst du das? Ich kenne das, ich habe mich sehr viel mit Strophantin beschäftigt. Ich habe auch nebenan im Zimmer, ich habe eine Flasche stehen. Ich habe das immer zu Hause, Tropfen. Wie die Martina gesagt hat, es gibt ein homöopathisches, das kann man einfach kaufen. Und dann gibt es das G-Strophantin, das ist verschreibungspflichtig, aber die meisten Ärzte kennen das überhaupt nicht. Ich hab einen Arzt, der verschreibt mir das, bin mit dem Rezept in die Apotheke, die haben das Ding angeschaut, haben gesagt, die können das nicht bestellen, das gibt es nicht. Es gibt in Deutschland noch 2 oder 3 Strophantin-Apotheken, die das nur auf Rezept herstellen. Das, also du kannst mit dem Rezept in keine normale Apotheke, die bekommen das gar nicht. Das, bei mir bezahlt das beispielsweise auch meine private Krankenkasse, bezahlt das. Ich habe da, wie gesagt, sehr, sehr viel drüber gelesen. Martin hat es ja gesagt, mit dem Natrium-Kalium, das wirkt halt, also wenn ich jetzt nach dem gehe, wo ich das Buch gelesen habe, wirkt direkt im Herzmuskel, sorgt auch da für eine bessere Sauerstoffversorgung im Herzmuskel, fördert die Schlagkraft vom Herzen, also ist ein Herzglykosid. Da wurde das, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren ganz viel verwendet. Kann man gegen alles Mögliche, sei es jetzt Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, Vorbeuge. Ich habe übrigens auch interessante Studien gelesen in Bezug auf Covid, Corona mit Strophantin. Ein großer Vorteil ist eigentlich, oder mir ist keine bekannt, dass es wohl mit allen anderen Herzmitteln oder so auch sehr gut kombinierbar ist, mit einem sehr geringen Nebenwirkungspotenzial oder Profil, wie man das jetzt sagt. Und ich habe wirklich Dinge schon gelesen, wie gesagt, inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Aber bei Leuten, die ja wohl einen beginnenden Herzinfarkt oder wo plötzlich extreme Enge auf der Brust gehabt haben und diese Tropfen werden ja direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen und wo wirklich die Fälle gehabt haben, wo nach sofortiger Gabe das innerhalb von ein paar Minuten sofort besser geworden ist. Also das, ich habe mich da, das ist ganz interessant, auch mal mit einer Medizinerin in der Schweiz unterhalten, die schwört auch auf das, nimmt das prophylaktisch seit vielen, vielen Jahren. Also ich nehme das rein prophylaktisch. Ne? Also ich nehme das, gehe ja jedes Jahr, mache ich meine Kardiologie-Untersuchung und hat es der Martina auch schon gesagt, nächsten Freitag bin ich in einem Herzzentrum in München, das ist eins der führenden, die haben speziell bildgebende Verfahren, da mache ich mal so einen kompletten Herzscan, also nicht so ein Standard-Scan wie in einer normalen Radiologie, sondern da sieht man wirklich bis in die kleinsten Herzkranzgefäße etc. alles, weil mich das einfach mal interessiert. Also ich müsste das nicht machen. Ich sage, bei meinem Herz ist eigentlich alles in Ordnung. Aber mich interessiert das einfach mal. Und ja, deswegen
Aber wie gesagt, wenn du jetzt zu einem normalen Arzt wahrscheinlich gehst, oder die allermeisten, die Jüngeren sowieso nicht, und sagst ihnen was von Strophantin, die wissen nicht mal, was das ist. Die kennen das gar nicht. Okay. Gut, dann nächste Frage. Akne mit Steroiden, also ich nehme an, von Steroiden, besonders schlimm im Sommer. Was kann man tun? Tina? Akne wird ja wahrscheinlich, wenn man es von Steroiden kriegt, wäre es erst einmal absetzen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch, man kann vielleicht nochmal das Produkt ändern, dass man nicht so viel DHT hat, weil das ja wahrscheinlich die Akne am meisten fördert. Wenn Steroide keine Rolle spielen, kann man natürlich auch unter Akne leiden. Da sollte man eine entzündungsarme Ernährung bevorzugen, Omega-3-Fettsäuren erhöhen, keine scharfen Gewürze essen und alles meiden, was im Verdacht steht, irgendwie sich auf den Darm negativ auszuwirken. Und da wäre in erster Linie Milchprodukte und Brot- oder Getreidesorten weglassen. Okay. Und eine ordentliche Hygiene, weil das ist im Sommer oft das Problem, wenn man da ein T-Shirt anhat, also als Mann ein T-Shirt und schwitzt darunter. Das ist natürlich der Nährboden schlechthin für diese Akne-Erreger. Und da kann man durch ständiges Wechseln des Shirts und besonders sorgfältige Körperhygiene, ich meine jetzt nicht mit Seifen unbedingt, aber einfach, dass man diese Erreger immer mal abwäscht, abduscht zwischendurch, da kann man schon auch einiges erreichen. Okay. Hast du noch einen Tipp, Manuel, was man machen kann am besten? Nö, da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es sind halt manche veranlagt für sowas, ne? Muss man auch sagen, ist ja auch eine Veranlagungssache, ganz klar, aber ja. Im Prinzip ist es ja dann wenn man jetzt von Steroiden spricht, auch ein Ungleichgewicht von den Hormonen oft. Und wenn da manche veranlagt sind natürlich, ja, dann muss man sich das halt auch überlegen. Ne? Also wie da manche rumlaufen, da fragst du dich dann schon. Ne? Und wenn die dann plötzlich hergehen und nehmen das stärkste Zeug, ja, Roaccutan und was weiß ich, da musst du dir schon die Frage stellen, ob das richtig ist, weil was das dann wieder für Nebenwirkungen alles hat, also das steht ja in keinem Verhältnis. Ja, ja. Genau, also im Prinzip, wenn man Steroide nimmt und anfällig drauf ist auf Akne oder für Akne, dann sollte man aufpassen auf das DHT, also wenn irgendwas nehmen, was dann nicht so das ausschüttet oder irgendwas, was es hemmt. Alles klar, gut, gut. Gehen wir über zur nächsten Frage. Gibt es als über 50-Jähriger eine Möglichkeit, das Testosteron auf natürliche Weise zu erhöhen? Also wenn man über 50 ist. Manuel. Ja. Du bist ja noch nicht über 50, so. Ich bin noch nicht über 50. Also, ich näher mich den 50. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat. Natürlich kann man, also wichtig ist erstmal, wenn es jetzt jemand ist, der beispielsweise fettleibig ist oder Übergewicht hat, oft schon, wenn man den Bauchumfang reduziert, also sieht man ja, das ist ja meistens der Klassiker, Leute, die einen dicken Bauch haben, die haben häufig zu wenig Testosteron, manchmal zu viel Östrogene, ne? Das ist ja der Klassiker. Ja. Dann natürlich mal versuchen, Bauchfett loszuwerden, regelmäßiges Krafttraining, aber jetzt, da muss man dann, Krafttraining kann den Testosteronspiegel natürlich steigern, aber nicht, wenn man jeden Tag und stundenlang trainiert. Schweres, intensives, kurzes Training wäre da immer besser. Nährstoffe natürlich auch ganz wichtig, also eine eiweißreiche Nahrung, da auch nicht zu viel, nicht zu kohlenhydratlastig, das ganze Zuckerzeug. Fette ganz wichtig, und zwar einfach ungesättigte, Olivenöl, Nüsse, so Geschichten, aber auch gesättigte Fettsäuren, die sind ja auch wichtig für die Testosteronproduktion. Was fällt mir noch ein? Ja, dann eine gute Vitamin-Mineralstoffversorgung, also ausreichender Vitamin-D-Spiegel, Zink beispielsweise ganz wichtig, wäre für mich sowieso immer eine Grundvoraussetzung, das alles abzudecken. Genügend Schlaf wird auch häufig unterschätzt. Ne? Schlaf, Stress, zu viel Stress, Nikotin, zu viel Alkohol, das sind natürlich alles Faktoren, was sich negativ auf Testosteron auswirkt.
Was ich sagen kann, was nicht funktioniert, ich meine, ich bin jetzt keine 50, habe ich aber selbst schon ausprobiert. Ich hatte damals einen ganz miesen Testosteronspiegel, wie ich komplett raus war. Ich war dann auch beim Andrologen in Behandlung. Dann hat der mir sonst was, was er da, auf welche Ideen er gekommen ist, sage ich, mache ich doch schon alles mit Zink und was weiß ich. Und dann diese Geschichten, was er meinte, oder was es auf dem Markt gibt, diese Testosteron-Booster in Anführungszeichen mit Tribulus und dieses ganze Zeug, was da drin ist. Also Tribulus kann ich beispielsweise sagen, und ich habe regelmäßig Blut gemessen, das hat 0,0 gebracht. Und da kann ich noch dazu sagen, das war ganz interessant, es gab da damals, glaube ich, Studien mit Tribulus mit bulgarischen Gewichthebern. Und zwar gibt es in Bulgarien, ich hatte damals einen Bekannten im Studio, der hat dann, war Montage immer in Bulgarien und das war ein Arzneiprodukt, aber frei verkäuflich, also nicht verschreibungspflichtig. Das Tribestan hat das geheißen von Sofarma in Bulgarien. Und das hatte wirklich einen sehr hohen Protodioskin-Gehalt, das ist eigentlich das Wichtige, wo andere Präparate fast gar nichts drin haben. Und das hatte den, also es war ein standardisiertes Produkt, ne? Und ich habe das wirklich ausprobiert. Das waren irgendwie, solltest du 3, 4 so Tabletten nehmen. Ich habe dann irgendwann einen ganzen Blister gefressen und habe das 5, 6 Wochen gemacht und bin wieder zum Blutnehmen. Da hat sich 0,0 irgendwas verändert. Also weder Estrosteron noch LH, FSH, 0. Und auch ich habe dann diese ganzen anderen Sachen, D-Asparaginsäure und was es da alles gibt, was da beworben wurde. Bei mir persönlich hat das gar nichts gebracht. Ne? Null. Und ich glaube ja auch nicht, dass das was bringt. Also da kann man am meisten wahrscheinlich noch erreichen, was ich jetzt gesagt habe. Bei mir war damals schon auch der Fehler, ich habe zu viel trainiert. Ich habe gemeint, weil ich natürlich auch fetter geworden bin, habe ich gedacht, na gut, Muskeln werden weniger. Weniger Muskeln und Fett ist eine Scheißkombi. Dann machst du halt einfach dich schlank. Das hat aber auch nicht funktioniert, weil richtig schlank werden und Bauchmuskeln mit einem Testosteronwert wie ein 80-Jähriger, das funktioniert halt auch nicht. Der Endokrinologe hat zu mir gesagt, wenn sie 80 wären, dann wäre der Hormonspiegel noch nicht gut. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe irgendwann zu mir gesagt, ich mache freiwillig nicht mehr so weiter, weil ich habe morgens nicht mal mehr Lust, aus dem Bett aufzustehen. Ich war also das ist Katastrophe, wirklich Lebensqualität gleich null. Und also da hat das alles gar nichts gebracht. Aber wie gesagt, wenn man jetzt von den normalen ausgeht, ich weiß jetzt nicht, wer die Frage gestellt hat, gibt es schon Punkte, wo man das natürlich verändern kann. Okay, Tina? Ich habe ja ein Video gemacht über pflanzliche oder natürliche Substanzen zum Testosteron erhöhen. Und da habe ich die Studienlage mal angeschaut. Also zum Tribulus zum Beispiel, da gibt es eine Studie, dass die Spermienqualität verbessert, aber nicht Testosteron erhöht. Also Tribulus am ehesten, wenn man ein Problem hat mit den Spermien. Und ansonsten, da war also die meisten Sachen sind ganz schlecht weggekommen, ganz schlecht. Fenugreek, Boxhornklee. Boxhornklee. Da war die Studienlage okay, aber die Studien sind halt sehr, also jetzt keine so hochqualitativen Studien. Und was hat man noch gehabt? Weiß ich gar nicht mehr, was da war noch irgendeins, wo man gesagt hat, vielleicht war das dieses Event, weiß ich nicht, dieses Tonkat Ali? Ja, genau. Da war auch die Studienlage. Wenn man jetzt zu wenig Testosteron hat, ist man ja in einem richtigen Notstand. Als Mann, du hast es ja gerade beschrieben, wie das ist, wie sich das anfühlt, kann ich euch nur sagen, so fühlt sich das Frau immer an. Also ein bisschen Mitleid mit uns. Aber da ist man ja in einer wirklichen Notlage. Und in dieser Notlage kann man natürlich einige Sachen probieren. Ashwagandha wäre noch eine Möglichkeit, das würde auf dieses Stressschiene noch ein bisschen gehen. Und genau, der asiatische rote Ginseng, da gibt es auch so halb gute Studien, die man vielleicht noch probieren kann. Genau, das ist eigentlich... Der Ginseng erhöht auch stark die Blutkörperchen, ne? Oder die rote Blutkörperchen, genau. Oder irgendwas war da. Ja, genau. Ja. Ich habe einmal, ich kannte ein Girl, die hat auch Wettkämpfe gemacht in der Figurklasse und die hat mal Tribulus Terrestris ausprobiert und das Einzige, was sie gekriegt hat, waren viele Pickel. Aber keine Verbesserung. Für Frauen ist das auch gar nicht geeignet. Wenn es nämlich wirken würde, dann würde es auf
also im Gehirn wirken auf LH und FSH, also auf das, was Hormone ausschüttet. Beim Mann wäre das Testosteron, bei der Frau wäre es aber dann Östrogen. Mhm. Wenn es funktionieren würde, der Wirkmechanismus. Okay, okay. Also wenn es funktionieren würde, wäre es richtig schlecht für Frauen. Okay, got it. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Fangen wir mal an mit Manuel. Nein, fangen wir an mit Tina. Corona-Impfung und Steroide. Glaubt ihr, es gibt einen Zusammenhang mit einem höheren Risiko, in dieser Kombination zu sterben? Auf jeden Fall. Und dazu gehört nicht nur die Corona-Impfung, sondern ganz besonders auch die Corona-Infektion. Und das liegt an dieser Entzündung in den kleinen Gefäßen. Also das ist zumindest ein Mechanismus, den man kennt. Weil Corona ist ja nicht ein Lungenvirus, sondern es greift den ganzen Körper an und führt also eine Entzündung in den ganzen Gefäßen, also im Endothel, in der inneren Gefäßschicht. Und diese Entzündung führt dazu, dass man vermehrt Arteriosklerose kriegen kann, also Blut, wie heißt das nochmal, Verkalkung, Adernverkalkung. Und wenn man Steroide missbraucht, dann hat man immer ein erhöhtes Risiko für hohen Blutdruck. Das verschlimmert das Ganze noch und auch für vermehrte Arteriosklerose, also Verkalkung, weil ja die Blutfette sich verschieben, das HDL so runtergeht. Also wenn man das schon längere Zeit gemacht hat mit dem Bluthochdruck und mit den Gefäßschäden, die man ohnehin sich dadurch schon erzeugt hat und dann so eine Infektion kommt, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich das Virusprotein. Das hat mit der Impfung an sich, mit dem Wirkmechanismus der Impfung eher nichts zu tun, sondern das Virusprotein. Und ob das jetzt über Impfung reinkommt oder über eine Infektion, ist dann macht dann keinen Unterschied. Und das führt eben dann dazu, dass man Entzündungen im ganzen Körper kriegt und dann eben auch vermehrt Herzinfarkt und vor allen Dingen auch Schlaganfallrisiko hat. Mhm. Und man hat jetzt mal geguckt, bei Menschen, die schon ewig lange eine Corona-Infektion hinter sich hatten, hat man immer noch Virus gefunden in fast allen Geweben, einschließlich Gehirn. Also das scheint sich da so richtig festzusetzen. Das könnte jetzt bei der Impfung zum Beispiel nicht passieren. Okay. Aber ich will jetzt da keine Impfdiskussion aufmachen, ob das dieses Protein, was das macht, jetzt über Impfung oder über die Infektion in großer Menge reinkommt, da, das wird sich nichts geben. Okay, Manuel, was glaubst du? Ja, denke ich auch. Ich hab einen guten Bekannter von mir, das ist ein Arzt, der hat sich da auch viel, der hat mir das damals gesagt, dass das halt, was die Martina meint, diese Mikroembolien erzeugen kann im Körper. Mhm. Und manche sagen ja von der Impfung, aber das ist definitiv auch bei Corona so. Ich habe da mal einen interessanten Bericht auch gesehen von der Medizinabteilung von Bayern München, wo ja wirklich da alles machen, wenn Spieler Corona hatten, was die alles für medizinische Untersuchungen bekommen. Also die gehen da sehr, sehr sorgfältig, mit Sicherheit auch zu Recht um, bevor die wieder ins Training einsteigen dürfen und dann geht das Step by Step. Also ich will jetzt mich auch nicht da über Corona äußern, aber Fakt ist schon, dass diese Langzeitfolge oder was das auslösen kann, das ist eben dann nicht mit einem normalen Virus zu vergleichen. Und ja, wie die Martina sagt, was ein Bodybuilder, der Steroide nimmt, generell natürlich schon für Risiken hat, wird es da mit Sicherheit einen Zusammenhang geben. Da bin ich auch absolut überzeugt davon. Deswegen will ich jetzt auch mal, will ich das eben auch mal machen. Ich hatte auch schon Corona. Jetzt überhaupt nicht schlimm, also ich habe es nicht mal gewusst. Bei mir wurde nur festgestellt dann beim Arzt über diese Antikörper, der hat gesagt, du hast auf jeden Fall schon mal Corona gehabt, aber ich wusste es nicht oder ich war mal krank, aber also ganz, wirklich ganz leicht. Das ist auch mit dem Grund, warum ich einfach mal dieses komplette mich da durchleuchten lassen will, wo man eben bis in die ganzen Gefäße alles sieht. Mhm. Genau. Okay. Und seid ihr zwei geimpft eigentlich? Also ich bin ja Hochrisikopatient mit meiner Autoimmunerkrankung. Und dann hieß es natürlich, ich muss mich impfen lassen. Also sowohl mein Ex-Mann, der ist ja Mediziner, als auch der Richie, unser Orthopäde, die haben gesagt, oh, wenn du dich ansteckst, das überlebst du nicht. Okay, dann habe ich mich impfen lassen. Nee, dann habe ich erst Corona gekriegt. Genau, erst Corona gekriegt, bevor es eine Impfung gab. Und da ging es mir schon eigentlich ziemlich schlecht. Und dann habe ich mich impfen lassen. Dann hatte ich gar keine Antikörper nach der Impfung. Dann habe ich mich auch ein zweites Mal impfen lassen. Und jetzt, finde ich, habe ich meine Schuldigkeit getan, was Impfen angeht. Und danach habe ich nochmal Corona gehabt. Nochmal. Also ich bin jetzt zweimal geimpft
und zweimal infiziert Corona. Gewesen, der feuchte Traum eines jeden Virologen. Manuel, und du bist auch geimpft, oder? Ich bin dreimal geimpft. Oh, aber nicht, okay. Also ich sage gleich nicht aus Überzeugung, aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe letztes Jahr gesagt, da waren wir dann, nicht letztes Jahr, wie das angefangen hat, und haben wir Wettkämpfe gemacht in England, wo ja alles dann open war, aber trotzdem hast du bei den Einreisebestimmungen, und ich habe gesagt, bist du indirekt gezwungen worden, und ich habe irgendwann auch gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich will wieder normal essen gehen, ohne diese Scheiß-Testerei, sonst was. Und dann auch mit dem Studio wusste ich ja auch nicht lange Zeit, da war ja auch mit den Testen den ganzen Scheiß, und ich habe gesagt, ich stelle mich ja nicht selbst ins Studio und mache da jeden zweiten Tag einen Test. Also mehr oder weniger indirekt, ja, bin ich auch gezwungen worden. Aber jetzt hat diese, also drei, überhaupt sowieso genug mit drei, aber das war's dann auch. Okay. Ja, die Lage hat sich ja jetzt auch verändert. Man weiß ja viel mehr. Ja. Aber damals hat man es ja auch nicht wirklich besser gewusst. Und wir sind ja dann auch zur Europameisterschaft gefahren. Durch vier Länder sind wir durchgereist mit dem Auto. Mhm. Und das wäre undenkbar gewesen. Also. Aber wie gesagt, ich bin ja generell sowieso bekennender Impfbefürworter. Hate on me. Ich finde, Impfen ist eine wunderbare Erfindung in der Medizin. Und ja, es ist ein Risiko. Heutzutage mit der Virusinfektion ist für wenige noch ein großes Risiko, also im Moment würde ich das so einschätzen, weniges für schweren Verlauf, nur für wenige Personen gegeben, aber damals, da sind schon ein paar gestorben auch dran. Und da hat man ja nicht genau gewusst, was man machen soll. Ja, das stimmt. Da haben wir trotzdem abgewägt, ne? Dann haben wir gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit durch eine Impfung einen Schaden zu haben, und das ist ja wahrscheinlich ehrlich auch so gewesen, ist trotzdem dann geringer als wie durch Corona selbst, ne? Ich habe selbst, also ich habe selbst im Umkreis ein paar gehabt, die haben wirklich dann Langzeitfolgen gehabt. Ich hatte damals auch einen Athleten, der hat dann die Vorbereitung abgebrochen, weil der ist einfach, der konnte dann schon wieder trainieren. Ich habe zu ihm gesagt, brich das ab, das bringt ja sowieso nichts. Aber der hat auch Monate danach, der hat einfach seine Leistungsfähigkeit nicht mehr gehabt. Und ein Sportler hat ja ein sehr gutes, meistens ein sehr gutes eigenes Körpergefühl. Ne? Das ist immer, ich sage das immer so, ein normaler Mensch, der jetzt sowieso nur auf der Couch sitzt, die merken das ja meistens gar nicht. Aber ein Sportler, wenn der sagt, nach ein paar Wochen oder Monaten, mir geht es zwar so jetzt für den Alltag gut, alles kein Ding, aber ich komme einfach an diese Leistung, oder ein Ausdauersportler, da ist es ja noch extremer, die haben diese Leistungen einfach nicht mehr gebracht. Und da kenne ich einige, ne? Und dann hast du natürlich dir schon Gedanken gemacht und gesagt, naja, wenn dir das als Sportler, wenn dich das selbst betrifft, also dann mache ich lieber die Impfung, ganz ehrlich. Das war mein Gedanke. Also der Heinz hat ja auch Long-Covid und der ist halt ja auch infiziert worden, lange bevor es eine Impfung gab. Da konnte man jetzt gar nicht entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Und der ist heute noch nicht wieder fit. Also das ist, muss man sagen, der ist nicht mehr wieder fit geworden. Und wir waren gleich die Ersten mit dabei bei der Infektion. Wow. Okay. Ja, und bei mir haben sie gesagt, du wirst auf jeden Fall ein Bett besetzen, ein Beatmungsbett, wenn du infiziert wirst. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, das muss man ja nicht, das muss man dann ja nicht machen, wenn man schon weiß, dass man zu den Leuten gehört. Ja, stimmt. Und das haben die wirklich, also um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, mit diesem Nack, da gibt es wirklich Studien, dass die Leute, die Nack genommen haben, braucht niemals ein Atmungsgerät. Kein einziger braucht dann ein Atmungsgerät, der Nack genommen hat. Also unglaubliches Zeug. Wirkt unglaublich bei Covid. Also ich nehme das auch so. Weil es genau, das gehört für jeden Bodybuilder, der hart trainiert, gehört das zur Basic-Supplementierung. Genau. Sehe ich ganz genauso. Mit in Kombination mit einem hohen Vitamin-D-Spiegel, also einem hohen, nicht hier so, dass die Knochen nicht auseinanderbrechen, sondern wirklich so, dass die Ärzte schon sagen, oh, jetzt aber nicht mehr. Das gehört zu den Basics im Sport und für die Gesundheit. Ja. Genau, und ich schütze auch die Leber und so weiter und so fort, viele Dinge, also ganz, ganz tolles Produkt. Ja. Okay, nächste Frage. Inwieweit macht das ständige Einnehmen von Mitteln zum Einschlafen, Aufpushen, Stressabbau den Körper abhängig davon? Was glaubst du, Manuel? Leg mal los. Ja, macht natürlich abhängig. Also es kommt natürlich jetzt davon, was man nimmt. Wenn ich jetzt sage, ich nehme zum Schlafen gehen, oder unterstützend, sowas wie Ashwagandha oder Theanin, das macht mich mit Sicherheit nicht abhängig. Ich persönlich
bin ein großer Befürworter. Ich nehme seit Jahren Melatonin. Das macht mich ja nicht abhängig. Ne? Wenn ich aber natürlich mir vor dem Schlafengehen irgendwelche Z-Drugs da, Zolpidion oder Zolpidem oder selbst diese freiverkäuflichen Einschlafdinge, wie heißt denn das, was immer beworben wird, dieses Hogger Night. Ja, genau, das wirkt gut. Also ja. Ich nehme sowas wirklich ab und zu oder auch ich nehme ab und zu eine Zolpidem oder so, wenn ich wirklich gar nicht mehr runterkomme und weiß, ich muss eigentlich schlafen. Hat das auch seine Berechtigung, ist auch überhaupt nicht schlimm, aber natürlich nicht für den Dauergebrauch, genauso wie irgendwelche Benzodiazepine, da bist du schnell dabei mit der Abhängigkeit. Ne? Und das Gleiche ist aber natürlich auch, wenn man, was ein großes Problem heutzutage ist, wenn die Leute ja gar nicht mehr ohne irgendwelche Booster trainieren können. Und ich rede jetzt nicht von Koffein. Koffein ist für mich, ich bin ein absoluter Befürworter von Koffein vor dem Training, das ist jetzt für mich auch keine Stimulanz. Ja, du baust irgendwann eine Toleranz natürlich auf, das ist logisch, aber das ist jetzt nichts, was mich abhängig macht. Aber wenn man natürlich sieht, was die Leute da, diese Booster, die ja eigentlich nicht legal sind in Deutschland oder wo die Hersteller dann so schlau sind und erfinden irgendwelche andere Namen und Bezeichnungen, damit die Gesetze, das ist ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, damit die wieder aus dem Schneider sind, aber damals klassisch der Check 3D, das ist 1,3-Dimethyl, ist im Prinzip ein Amphetaminabkömmling. Ne? Und dann haben die gesagt, okay, das ist nicht mehr erlaubt, dann heißt das Ding eben jetzt Geraniumextrakt und dann war es wieder was anderes. Also das ist ja ständig was anderes. Und wenn du das natürlich immer nimmst, dann hast du definitiv irgendwann ein Abhängigkeitsproblem. Fakt ist, das ist auch auf Dauer natürlich ungesund, weil manche bekommen ja irgendwann negative Auswirkungen auf das kardiovaskuläre System, also das heißt in der Tachykardie, also einen erhöhten Puls oder teilweise, was ich auch schon gelesen habe, dass Leute dann wirklich auch Panikattacken oder Ängste bekommen von so Zeug. Ne? Dass man muss sich das so schon letztendlich führt, dass ja alles immer zu einer starken Ausschüttung auch von Stresshormonen, also Adrenalin, Noradrenalin. Und das auf Dauer kann sich auch negativ auswirken auf Blutzuckerwerte. Und irgendwann, wenn du da ständig die Nebennierenrinde, sage ich mal, überlastest, ist das auf Dauer natürlich nicht gut. Und solche Sachen, also ich sage auch nicht, dass man da so einen Booster gar nicht nehmen soll. Das hat auch alles mal seine Berechtigung, vielleicht am Ende von der Diät oder sonst was. Aber ansonsten sollen die Leute halt schon, wenn ich wirklich mal einen Tag habe, wo ich komplett im Arsch bin, ja, dann trainiere ich halt nicht und haue mir alles Mögliche rein, dass ich irgendwie ins Training komme. Das ist ja, bringt ja auch nichts. Aber leider muss man sagen, ich sage es immer so, viele Junge heute, das ist so die Booster-Generation. Ne? Da geht ja ohne Booster gar nichts mehr. Das ist aber dann, aber das ist dann ein Motivations- oder ein Einstellungsproblem. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, vor dem Training 200, 300, 400 Milligramm Koffein zu nehmen, weil das ist, bin ich ein großer Fan davon, mache ich eigentlich in jedem Training Koffein, aber diese anderen Sachen halt. Genau. Tina? Ja, also ich weiß noch aus der Zeit, als dieser ECA-Stack plötzlich modern geworden ist, also Ephedrin, Koffein und Aspirin. Also da habe ich einige Athletinnen auch gesehen, die vom Ephedrin richtig schlimme Probleme gekriegt haben. Wenn die dann keins mehr bekommen haben, da sind die so richtig in ein Loch gefallen, so depressive Verstimmungen vom Allerfeinsten. Also das war wirklich übel. Ja, und generell muss man ja auch immer ein bisschen unterscheiden zwischen körperlicher Abhängigkeit und diesem psychischen Ding. Also wenn ich jeden Abend irgendwas zum Einschlafen nehme und glaube, es wird ohne das nie wieder gehen, dann schlafe ich auch nie wieder. Ich bin auch bekennender Fan von Melatonin. Das verbessert auf jeden Fall die Schlafqualität. Das habe ich auch gemessen. Tiefe Schlafphasen und REM-Phasen. Also ich messe ja immer gerne. Und das hat sich deutlich verschoben. Ich habe sonst überhaupt keine Tiefschlafphasen gehabt, sondern nur ganz wenige. Und die REM-Phasen sind weniger geworden und Tiefschlaf hat sich ein bisschen verbessert. Und das merkt man natürlich, wenn man morgens aufsteht. Genau. Wie viel nimmst du Melatonin oder Ben? Wie viel nehmt ihr Melatonin? Ich nehme 3 Sprühstöße. Das sind 3 Milligramm. Nee, das sind nur. Nee, das sind nur 500, glaube ich, pro Sprühstoß drin. 1,5. Okay. Ich mache meistens 3. Also ich nehme 3.
3 Milligramm vom Schlafen. Ja. 6-mal die Woche. Einen Tag setze ich immer aus, sonntags. Also von Samstag auf Sonntag setze ich aus. Und ich nehme das schon, 3 Milligramm. Ich nehme das ungefähr schon 15 Jahre. Also das bei uns war es ja eine Zeit lang mal wieder nicht erlaubt, aber ich habe da immer bei uns in der US-Base von den Amerikanern, da gab es ja schon immer, dann war es ja bei uns wieder jetzt mit 1 Milligramm ist ja quasi sozusagen erlaubt, bekommst du mittlerweile selbst beim Lidl überall Verkaufsmelatonin. Für mich ist so 3, also ich habe da auch mal so Studien gelesen, 3 Milligramm wirkt dann, also muss man individuell rausfinden, aber bei vielen besser als beispielsweise, bei manchen ist 1 zu wenig, aber irgendwann hat man, glaube ich, ab 5 oder so aufwärts, bringt es auch nicht mehr. Weil ich hatte von den Amis damals, ich habe da in Amerika, da gibt es ja selbst 10 Milligramm Tabletten, ja. Die habe ich auch schon probiert, hat mir gar nicht mehr gebracht, also teilweise eher, ich würde sagen, fast schon nachteilig dann. Ne? Da ist fast schon, also ich habe nur noch wildes Zeug geträumt, aber der Schlaf war jetzt nicht unbedingt besser. Aber bei mir ist alles so gut, so ich sage jetzt mal so 3 bis maximal 5 Milligramm. 3 eigentlich. So. Wahrscheinlich sind da doch 1000 drin, sonst wäre ich ja unterdosiert. Aber wenn ich mehr nehme, ich habe mich auch schon probiert, dann kriege ich so schlimme Albträume, die lassen mich den ganzen Tag nicht mehr los. Da komme ich gar nicht raus aus den Dingern. Ja. Und man ist auch morgens extrem müde. Also das Aufwachen ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ich nehme Melatonin schon seit 1994. Ich habe es auch damals in Amerika entdeckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für alle, die es noch nicht genommen haben, die ersten 2 Wochen, wenn man es nimmt, träumt man ganz extrem. Also es ist ganz extrem, wenn man anfängt damit. Ne? Da hat man die wildesten Träume. Genau. Viele wollen es dann weglassen oder sagen, sie schlafen eigentlich schlechter drauf. Aber ich finde auch immer, da musst du dem Körper mal ein bisschen Zeit geben. Und dann kannst du ja gucken. Aber eigentlich, also ich bin voll davon überzeugt. Ja, absolut. Es ist absolut super. Und im Alter finde ich es ehrlich gesagt sogar teils noch wichtiger. Ja. Da gibt es auch Studien drüber in Amerika. Ist einfach super gutes Zeug, weil du produzierst ja selber Melatonin als Kind und dann baut es sich ab, je älter du wirst. Ja. Genau. Ja. Du weißt ja, wie gut man schläft als Kind oder als Teenager. Oh mein Gott, da kannst du den ganzen Tag schlafen. Ne? Ist ja so geil. Anyway, und ich nehme auch Kaffee vom Training. Immer Kaffee vom Training. Ich brauche keinen Booster. Genau. Und Booster. Falls man morgens nicht hochkommt, noch ein Tipp. Ich habe so eine 10.000 Lux-Lampe. Dann wird es innerhalb von einer Viertelstunde abgebaut und dann ist man wieder auf Dampfer. Ah, okay. Und diese Booster, muss ich sagen, also die gehen bei mir auf die Prostata. Ne? Also wenn ich habe mal so 1-2 Mal ausprobiert und dann hatte ich nach einer halben Stunde fing das an. Da hatte ich richtig Schmerzen. Ne? In meiner Prostata. Also ganz komisch. Keine Ahnung. Bin da vielleicht ein bisschen komisch. Stoff kann ich nehmen, ist kein Problem, aber sonst. Ich finde es schon komisch, ja, auf jeden Fall. Okay, Tina, fangen wir an mit dir, weil das passt ja, ne? Nein, das meine ich nicht so. Warte mal, ich könnte die Frage mir auch selber stellen. Die könnte ich mir auch selber stellen. Ich bin ja auch schon fast 62, also da gehe ich jetzt bald drauf hin, ne? Also, okay, warte. Ab 60. Welche Supplements sind wichtig und auf was kann man eigentlich verzichten, inklusive Anabolika und Peptide? Oh, das ist natürlich allumfassend. Also ich finde nicht, dass es einen großen Unterschied gibt in der Supplementierung, ob man jetzt über 60 oder unter 60 ist. Was wichtig ist, ist, dass die Proteinsynthese nach einer Mahlzeit, also dieser Anabole-Effekt vom Aminosäurenessen, der ist im Alter reduziert. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr nur 25 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit essen, sondern man muss 30 Gramm mindestens Eiweiß pro Mahlzeit essen, um einen Anabolen, eine Antwort zu haben. Ansonsten, ich bin ja Fan, wie gesagt, von Vitamin D und Fischöl, also Omega-3-Fettsäuren, können ja auch aus Algenöl kommen, Gott bewahre. Ich würde in dem Alter, wenn man das nicht schon vorher gemacht hat, auch kollagenes Hydrolysat empfehlen, weil meistens die Gelenke ja doch schon eins mitgekriegt haben. Und das ist ja ein Problem vom Essen. Wer nichts mehr vom Tier mit isst, also Haut und Knorpel, der muss es halt supplementieren. Müsste man sonst nicht. Und Kreatin gehört unbedingt dazu. Für die Energiebereitstellung nicht nur im Muskel, sondern auch im Gehirn. Schutz vor Demenz, Koffein gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn man vielleicht so ein bisschen der Kachexie entgegenwirken will, also diese altersabhängigen
Muskelschwund könnte man vielleicht noch HM-Beta versuchen, das den stärker antikatabol wirkt als Leucin selber. Das ist ja ein Abkömmling vom Leucin. Okay. Ansonsten muss man alle Sachen auch gemacht, die man vorher auch gemacht hat, sich gut ernähren und vielleicht muss man noch ein bisschen was gegen die Antioxidantien mehr tun, als man vorher gemacht hat, weil man ja im Alter die nicht mehr so gut abbaut, die freien Radikale. Das wäre so. Okay. Meine kurze Frage, also warte mal, das habe ich jetzt nicht gewusst. Kreatin und Dementia, da ist ein Zusammenhang, da gibt es eine Verbindung. Wow. Habe ich nicht gewusst. Absolut neu für mich. Ja, das ist wahrscheinlich ganz einfach zu erklären durch die bessere Energiebereitstellung im Gehirn. Das verbraucht ja eine Riesenmenge Energie und das im Alter wird das schlechter und wenn man da mit dem Kreatin ein bisschen nachhelfen kann, dann wird das wahrscheinlich daran liegen, also vermute ich. Okay, okay. Manuel. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Okay. Was sagst du? Ja, hätte ich jetzt auch so die auf jeden Fall genannt. Mein, wie die Martina gesagt hat, gesunder Vitamin D-Spiegel ist natürlich auch logisch für jeden wichtig. Das gleiche Kollagen profitieren natürlich auch jeder Sportler. Ich glaube, das geht also ab 25 oder so, glaube ich, geht ja die Kollagenproduktion eigentlich schon bergab. Und Sportler haben ja sowieso in den Strukturen einen höheren Bedarf. Oder manchmal auch, wenn Frauen beispielsweise schwanger waren. Ja, da bräuchte in der Zeit, wäre es auch sinnvoll, in Schwangerschaften viel Kollagen zu supplementieren, weil da das Baby das auffrisst, Kollagen auch. Das von den, sage ich jetzt mal, von den natürlichen Supplements wäre das, was man auf jeden Fall nehmen sollte. Okay, okay. Gut, nächste Frage. Fangen wir an mit der Tina. Baut man mit Curcumin keine oder schlechtere Muskelmasse auf? Ach ja, also mit dem Kurkuma, Kurkumin, das ist sowieso ein bisschen kritisch. Also es wird ja immer so beworben, dass es für alle super toll sein soll und man es unbedingt nehmen soll. Also Menschen, die Probleme mit dem Immunsystem haben, Autoimmunerkrankungen oder akute Infektionen, die sollten zum Beispiel kein Kurkumin nehmen. Und im Bodybuilding-Sport ist es so, also es gibt Anzeichen, dass es irgendwie auf den Weg vom Testosteron hin zur Antwort eingreifen kann, also in den Signalweg eingreifen kann. Ob das jetzt natürlich nicht von einem Training wieder überdeckt wird, das ist wahrscheinlich eher für normale Menschen, die halt alt und dick sind, da kann das eine Rolle spielen. Aber ich denke mal, man hat so viele anabole Reize als Sportler, dass das Curcumin wahrscheinlich da jetzt nicht die Oberhand gewinnen wird. Es ist aber eine Vermutung, also das kann ich nur vermuten. Okay, Manuel? Ja, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt den Trainingserfolg vermindert. Vielleicht zielt die Frage auch darauf ab, ähnlich wie man das ja betrachtet mit Antioxidantien ums Training herum, das ist, ich habe da mal eine Studie gelesen, dass das Curcumin, wobei man jetzt sowieso immer mit diesen, generell mit Studien natürlich über Trainierende, da muss man immer, welche Trainierende sind das Anfänger, sonst was, da wurde, glaube ich, das CK gemessen, also die CK-Werte, ne? Kreatininkinase. Und die war bei den Curcumin-Verwendern niedriger, die Werte, aber ohne dass das Curcumin einen Einfluss hatte auf diese ja, trainingsinduzierte Entzündung. So, das habe ich mal gelesen auf PubMed. Also ich denke, vielleicht zielt die Frage darauf ab, dass man damit eben Entzündungen reduziert und die man ja in gewisser Weise braucht für eine Adaption vom Körper, also ich sage mal, ich finde Curcumin in vielen Fällen gut, beispielsweise auch wenn Leute jetzt Gelenkprobleme oder so haben. Ich würde es halt, ich denke, man geht relativ auf Nummer safe, wenn man jetzt sagt, man nimmt es nicht unbedingt nach dem Training, ne, oder direkt ums Training herum. Aber ich persönlich nehme Curcumin, nehme es halt morgens immer und trainiere erst immer abends. Und dann glaube ich, ist auch noch Curcumin, aber das ist auch wieder inwieweit oder wie stark. Das hat, glaube ich, auch eine Auswirkung aufs AMPK. Das ist das erhöht. Und AMPK wäre ja wieder der Gegenspieler von mTOR quasi.
Das Thema habe ich ja mit der Martina auch gehabt über ja. Metformin oder Berberin, was ja auch. Aber ich sehe das einfach so: man geht so viele andere Pfade und Wege, wo ein Bodybuilder den Muskelaufbau ja forciert. Man muss da manchmal mit Studien aufpassen, weil oft sind ja so Studien auch mit normalen Menschen gemacht. Und wenn ich jetzt sage, ich setze einen mechanischen Reiz, also ich trainiere schwer, ich ernähre mich eiweißreich, insbesondere mit Leucin, alles, was im Prinzip diese Muskelproteinsynthese triggert, dann ist für mich, ehrlich gesagt, würde ich dem nicht jetzt irgendwie den Vorrang geben, dass das jetzt meinen Muskelaufbau behindern würde. Mhm. Okay. Also wenn man es nur für den Darm nehmen möchte, dann kann man ja auch eins ohne schwarzen Pfeffer, also ohne Piperin nehmen. Das wird nämlich im Darm gar nicht gut aufgenommen und dann bleibt es bis zum Dickdarm auch vorhanden und da ist es dann generell für die Darmgesundheit wichtig. Also da ist es eher gut, wenn man jetzt nicht alles aufnimmt. Okay. Und mit den Antioxidantien, das ist halt auch so eine Sache, das ist ja auch dieses NAC. Das ist bei jemandem, der nicht im Gesundheitsbereich trainiert, sondern mehr, also darüber hinaus, sind Antioxidantien sicherlich sinnvoll, auch nach dem Training, weil man so viel freie Radikale erzeugt, dass man das gar nicht mehr in den Griff kriegt. Wir reden ja bei diesen Anpassungseffekten vom Normalo, der Diabetes hat, übergewichtig ist und dann so ein kleines bisschen Kraftsport betreibt. Der hat halt so einen kleinen Reiz gesetzt, das soll eine Anpassung machen, macht es ja auch. Und wenn ich dann diesen Reiz gleich wieder wegnehme, dadurch, dass ich halt Diclofenac, NAC, Kurkumin und alles nach dem Training einsetze, Vitamin E, D und keine Ahnung was noch alles, dann wird dieser kleine Effekt zunichte gemacht. Aber das spielt jetzt in unserem Klientel keine Rolle. Okay. Das muss man sogar haben. Also ich bin da voll deiner Meinung. Also wenn man Bodybuilder ist, dann gehört NRC auf jeden Fall zum Standard. Ja, absolut. Das NRC, das habe ich auch nach dem Training eigentlich immer. Da gab es damals, ich glaube sogar in der Sportrevue war das noch, ist ja weitaus teurer, weil NRC kostet ja nichts. Aber da war damals schon ein Bericht drin und das ist, glaube ich, schon über 20 Jahre her. Nach dem Training eine Brausetablette ACC Akut. Ist ja der gleiche Wirkstoff, ne? Acetylcystein. Ja, genau. Einfach wegen der antioxidativen Wirkung, aber ich glaube auch, weil man gesagt hat, Auswirkungen aus Cortisol oder so war das, glaube ich, damals beschrieben. Und ich weiß auch, dass das in anderen Ländern, fand ich mal interessant, ich glaube, das war irgendwelche Eisschnellläufer oder so, die haben das damals auch schon benutzt nach dem Training. Also ich bin auch ein großer Fan von NRC, weil es einfach sportbillig ist. Das kostet so gut wie gar nichts. Ich nehme das zweimal am Tag, immer in Verbindung mit, ich nehme Vitamin C immer noch dazu. Gleich morgens nüchtern und dann meistens halt nach dem Training. Aber ich finde das gut. Mhm. Also damals die Studie in der Sportrevue, da war auch eine angegeben. Und da hat man dann, wenn man da weitergeguckt hat, noch gefunden, dass man das bei HIV-Patienten, wenn die in diesem Abbauweg schon drin sind, also wenn die Körpermasse verlieren, dass man damit hochdosiert auch diesen Abbau verhindern konnte. Und da hat man immer gedacht, oh, das hat ja vielleicht doch einen Anabolen-Effekt sogar. Und dann war das mal eine Zeit lang sehr modern. Genau, stimmt. Anabolen-Effekt, genau sowas. Mhm. Ja. Okay. Also soweit haben wir herausgefunden, dass NAC absolut das Wundermittel ist. Also auf jeden Fall. Muss man nehmen. Cool. Okay, Manuel. Warum glaubst du, und ich denke, die Tina hat da bestimmt mehr Einblick, aber ich frage dich zuerst. Warum glaubst du, dass man es in Deutschland nicht auf die Beine stellen kann, einen Olympia-Qualifikationswettkampf zu organisieren? Naja, so ganz stimmt es ja nicht. Also wir hatten ja zumindest in der Classic-Physik, der David Hoffmann hat sich ja bei der Dennis Chance zweimal qualifiziert für die Mr. Olympia. Also das stimmt ja so nicht ganz. Und vor allem stimmt es auch nicht, weil es das ganz früher ja schon mal gab. Also da reden wir natürlich von anderen Zeiten nicht. Das habe ich selbst live zugeschaut. Gab ja damals in Deutschland immer einige Bodybuilding Grand Prix. Ich weiß, bei uns in der Ecke in Fürth, in Essen, glaube ich, hat es einige gegeben. Damals, glaube ich, von Bernd Beiderbeck oder so veranstaltet. Beiderbeck. Duisburg war da auch einer. Genau, Duisburg. Natürlich, wenn man jetzt in der jetzigen Zeit spricht, ich rede jetzt einfach mal vom Bodybuilding, denke ich. Letztendlich ist es eine Goldfrage. Du brauchst Sponsoren, weil ich weiß damals, also das hat mir, das weiß ich noch von der IFBB früher, das hat mir mal der Schadholm erzählt, Gott hab ihn selig,
Der Helmut hat mir mal erzählt, was die damals für Abgaben schon an die IFBB hatten. Das ist ja unvorstellbar gewesen. Und du brauchst natürlich jemanden, der das finanziert. Das wird heutzutage nicht anders sein, gehe ich mal davon aus. Also es ist nicht damit getan, wie sich das die Leute vorstellen. Man geht jetzt in die Halle und da schauen 2000 Leute zu, wenn die dann sehen, was der Veranstalter wahrscheinlich abdrücken muss. Also ich denke einfach, dass es eine finanzielle Geschichte einfach ist. Ich glaube schon, dass man das in Deutschland auch machen könnte. Mit Sicherheit, wie gesagt, in der Classic Physik hat man es ja schon gemacht. Aber das Finanzielle muss da mit Sicherheit passen. Das denke ich mal. Ja, ja, genau. Ich weiß zum Beispiel aus erster Hand, dass eine regionale NPC-Show, nur damit du die veranstalten darfst, kostet, glaube ich, $10.000. Und wenn du einen Pro-Qualifier hast, kostet es $20.000. Nur, dass du sagen kannst, das ist ein NPC-IFBB Pro-Qualifier. Ne? Also nur schon dafür. Also es ist echt teuer. Aber Tina, vielleicht weißt du mehr. Also ich würde mal sagen, das halte ich gar nicht für so ganz ausgeschlossen. Wir haben ja, also das betrifft ja jetzt die NPC, die sind ja sehr aktiv und die breiten sich ja auch aus. Also wir haben ja die von USA hier rüber und die, ich kann mir schon vorstellen, dass die in naher Zukunft sowas auf die Beine stellen könnten, wenn sie wollten, wenn auch Sponsoren aus USA mit rüberkommen. In Deutschland ist es halt schwierig mit Sponsoren für Wettkämpfe, das sehe ich ja bei uns, das ist ja uferlos. Also wir haben so ein paar, die sind uns ewig treu und dass man da mal eine große Firma kriegt oder so, die sagt, ich will da mit einsteigen, das passiert ja nicht. Aber die NPC ist ja sehr aktiv und die breiten, also die Wettkämpfe werden ja immer mehr von Regionals über alle möglichen. Und warum soll da nicht auch mal ein Olympia-Qualifier drin sein? Also würde ich nicht für ausgeschlossen halten. Die Kosten natürlich, und das finde ich noch ziemlich billig mit 20.000 für so einen Wettkampf. Das muss man immer bezahlen, auch wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Wettkampf von einer anderen Liga machen möchte, muss man auch dafür bezahlen. Ja klar, viele Leute, stellen sich gar nicht vor, du musst die Halle bezahlen, du musst Pokale bezahlen, du musst die Leute bezahlen, da hängt ja so viel dran. Ne? Also, und du willst ja auch am Ende des Tages zumindest plus minus null rausgehen, wenn du es nur für dein Herz machst. Oder wenn du Geschäftsmann bist, dann willst du auch ein bisschen was verdienen. Ne? Also, das ist auch die andere Geschichte. Genau. Wer hat gehustet? NAC nehmen, weiß er, ne? Wundermittel ist alles. Okay, jetzt mal so mal ein bisschen mehr persönliche Fragen. Interessant. Welcher Wettkampf, und da fängt jetzt mal die Tina an, welcher Wettkampf ist für dich der interessanteste? Ich meine, der beste, das wissen wir ja alle. Aber vielleicht hast du einen, den du richtig interessant findest. Welcher ist? Also, was mir immer gut gefallen hat, war die Arnold Classic, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber generell würde ich jetzt mal so sagen, Wettkämpfe, wo Athleten mitmachen, die man kennt, bevorzugt dann natürlich auch heimische Athleten. Das finde ich halt immer besonders spannend, wie die sich da schlagen. Da fieber ich immer mit. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die Olympia, die habe ich die ganzen letzten Jahre überhaupt nicht mehr verfolgt, weil ich niemanden mehr gefunden habe, der mir da gefallen hat. Also da habe ich gedacht, das ist so bergab gegangen, finde ich. Dieses Jahr werden wir wieder schauen, natürlich. Aber sonst, die letzten Jahre, da habe ich gedacht, ja, da haben wir gewinnt. Und davor, schon Boden hat mir noch gefallen, aber sonst war es für mich ziemlich zappenduster. Ich wusste noch nicht mal mehr, wer startet. Also ich hätte nicht mal 10 Leute aufzählen können, die da starten. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen verändert. Dieses Jahr schauen wir wieder. Aber ich interessiere mich wirklich in erster Linie auch dafür, wo unsere deutschsprachigen oder eben die man kennt, okay, wo die auftreten. Manuel? Ich habe die Olympia die letzten Jahre auch nicht mehr verfolgt, weil man natürlich auch, ohne dass ich jetzt Leistungen schmälern will, aber mich hat halt immer das offene Bodybuilding am meisten interessiert. Und wir hatten ja leider die letzten Jahre, unsere deutsche Ära ist ja leider vorbei. War natürlich immer noch mega interessant, als der Dennis, Ronny, Markus, Günther dabei waren. Da habe ich das immer angeguckt. Auch die Arnolds, finde ich, hat auch vom ganzen Flair her und so deutlich eingebüßt. Das war früher ein Einladungswettkampf. Da war die Creme de la Creme, so ungefähr bis auf Mist. Olympia, der durfte ja nicht starten, war da alles am Start. Das ist ja alles nicht mehr so. Und ich
Ja, vielleicht, okay, eine andere Generation haben wir dann irgendwie die Typen gefehlt die letzten Jahre. Mich hat auch ganz ehrlich immer sehr interessiert, weil das weiß ich ja selbst zu meiner aktiven Zeit oder auch so, das war für mich immer ein absolutes Highlight, war beim DBV die Deutsche Meisterschaft. Eben weil man einen Bezug zu den Leuten hatte. Die DBV Deutsche war meiner Meinung nach damals, ich glaube, das kann man wirklich mit gutem Gewissen sagen, war damals, also ich rede jetzt vor einigen Jahren, war das meiner Meinung nach von den Landesmeisterschaften her eine der stärksten Meisterschaften weltweit. Also die Deutsche hat sich da nicht verstecken müssen in den früheren Jahren beim DBV vor einer MPC. Also da behaupte ich, da waren bei der MPC Leute, die wären bei uns auf keiner Deutschen gestanden. Das sage ich jetzt mal so. Die Deutsche war richtig, richtig gut. Wir haben da absolute Top-Leute am Start gehabt. War immer ein Highlight für mich. Hat mich dann auch immer interessiert, wenn ich selbst nicht mitgemacht habe, wer gewinnt die Klassen, wer ist Gesamtsieger, weil das natürlich für uns lauter bekannte Namen waren. Also war für mich immer ganz, ganz toll. Jetzt muss ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen im Alter geschuldet, interessiert mich auch sehr die Masters-Klassen oft. Und zwar aus dem Grund, weil natürlich, man kann sich identifizieren mit den Leuten, da sind auch Leute dabei, die sind Urgesteine im Bodybuilding, das finde ich klasse, gefällt mir. Ich finde es teilweise auch erstaunlich, ich finde das Masters-Bodybuilding ist stärker geworden, weil eben diese alten Eisenkrieger, die es vielleicht in der Form in 20 Jahren nicht mehr gibt von der jungen Generation, behaupte ich jetzt mal. Sind noch einige dabei, wird es auch interessant finden, ich glaube, das steht ja schon fest, wenn es nächstes Jahr die irgendeine Art Master-Olympia gibt, weil ja. Mich da einfach interessiert, wer da mitmacht, wobei ich da die Regeln ehrlich gesagt immer ein bisschen blöde finde, wenn man jetzt sagt, ab 40, das ist wie damals der Text, das ist ein kompletter Unsinn, also da würde ich machen, da, was weiß ich, 45 und dann starten da Leute, die letzten 5 Jahre oder so nicht mehr teilgenommen haben, weil wenn jetzt da dann jeder mitmacht, Hauptsache Alter, das ist ja immer Blödsinn. Aber das interessiert mich auch. War jetzt ja am letztes Wochenende beispielsweise bei der NAC Deutschen und da habe mich wirklich muss ich sagen, die Over 50-Klasse sehr beeindruckt. Hat übrigens der Stefan Hammerschmidt gewonnen, Martina. Habe ich gesehen. War super. Die ersten drei waren richtig, richtig gut. Also es war Weltklasse, die ersten drei. War sehr beeindruckend, hat mir gefallen. Okay. Was ich früher jetzt nicht angeguckt hätte, wahrscheinlich, aber jetzt bin ich, kann ich identifizieren und jetzt so Leute wie beispielsweise der Stefan Hammerschmidt, der ja auch seit Jahrzehnten dabei ist, oder ja du genauso bin, da habe ich immer riesen Respekt davor, weil ich das klasse finde, sowas. Ja. Also zur Arnold Classic und ich war ja damals auch mehrfach bei der Night of Champions, also die Arnold Classic, das habe ich ja live gesehen, das ist ja. Da hat man dann schon einen anderen Bezug. Also wenn man da hinfährt und da vor Ort ist, also Night of Champions und dann gab es ja auch damals noch Masters Olympia, da hat ja der Guido Konrad mitgemacht, damals ja. War ich auch. Sowas bleibt natürlich in Erinnerung. Ja, klar. Auf jeden Fall, also das Letzte, was ich gehört habe für die Master Olympia nächstes Jahr, die haben gesagt, ab 45 geht das erst los. Also ja, nicht ab 40. Und dann wäre es halt schön, ich weiß ja noch damals, weil da ist der öfter zu mir gekommen, als der Roland, der Chilok, da nochmal ein Comeback gemacht hat, ich glaube 2012 war es, in Miami. Ich glaube 2012 war es. Roland war brutal in Form, hart, aber da war halt auch ein Witz, wenn man jetzt gesehen hat, der Roland hat da, was weiß ich, 15 Jahre keine Wettkämpfe mehr gemacht. Oder war es so jemand wie der Pavel, der Jablonici dabei oder der Andreas Carling, solche Leute. Mhm. Ich habe auch, weiß jetzt nicht genau, Vince Taylor oder so, auf jeden Fall Leute, die lange, lange Zeit keine Wettkämpfe gemacht haben. Und dann kommen Leute, die sind 2 Wochen vorher bei der Mr. Olympia gestartet. Das ist ja ein Blödsinn. Yeah. Wie damals der Dexter, ne? Ist da einfach hingefahren, hat da, ich glaube, die 70.000 mitgenommen, gab auf ihnen einfaches Geld. War da Top 3 noch Mr. Olympia und dann macht er die Masters Olympia. Also das ist ja im Prinzip ein Blödsinn. Ja, aber es waren die Regeln, ne? Klar. Hätten wir auch gemacht, ne? Mal schnell 70.000 mitnehmen. Ja, klar. Wäre ja dumm gewesen, wenn er es nicht gemacht hätte, aber für die anderen natürlich unfair, ne? Ja, klar. Naja.
Okay, und falls sich die Leute da draußen wundern, warum die Tina und der Manuel dieses Jahr sich den Mr. Olympia anschauen müssen, denn wir drei, ja genau die drei, die jetzt hier sitzen, wir haben einen kleinen Roundtable am Sonntag nach dem Mr. Olympia bei Gannikus, wo wir in aller Ausführlichkeit, nehme ich mal an, besonders die Klassik-Physik-Klasse diskutieren werden und natürlich auch alle anderen Klassen beim Mr. Olympia. So, ihr zwei müsst euch da die Nächte um die Ohren schlagen. Ich habe das ein bisschen einfacher, weil bei mir ist das am Abend. So, aber da freue ich mich natürlich auch drauf. Das ist ja schon in knapp 4 Wochen. Also das wird auch richtig gut. So, jetzt nächste Frage. Mit wem hättet ihr mal gerne trainiert, beziehungsweise wen hättet ihr mal gerne gecoacht? Tina, fang mal an. Also mit wem ich mal gerne, ich habe schon mit sehr vielen Leuten trainiert, muss ich sagen. Und die letzten Jahre habe ich mit den stärksten Männern der Welt trainiert. Also ich glaube, mit einem Bodybuilder brauchen wir mit da jetzt nicht mehr kommen. Die sind zu schwach. Mit den Schwachen trainiere ich nicht. Ja, das ist so. Okay, so du hast keinen spezifisch, wo du sagen würdest, den hätte ich mal gerne gecoacht, trainiert, was auch immer. Gecoacht. Ich habe mich ja aus dem Coaching zurückgezogen, das hat ja schon auch seine Gründe. Aber ich verfolge das natürlich und ich wäre auch immer für einen Rat, würde ich auch immer zur Verfügung stehen, wenn es um irgendwas geht. Aber wir haben wirklich gute Coaches und ich glaube, ja, ich meine, irgendeinen von den deutschen Athleten dahin bringen, dass er zu Olympia kommt, das wäre schon spannend. Aber nicht mehr für mich, ich bin raus. Okay. Okay, Manuel, erzähl uns mal, wen hättest du mal gerne trainiert, gecoacht? Fällt mir jetzt echt schwierig ein. Also, wo ich immer glaube, wo man hätte immer noch gut was rausholen können, habe ja öfter auch Kontakt mit ihm, ist beim Steve, beim Benkin zum Beispiel. Ich finde immer, den könntest du in vielen Dingen, ich finde das, das muss ich gleich mal sagen, ich finde dieses Wort, ich mag dieses Wort Coach eigentlich immer nicht so, weil ich der Meinung bin, dass Leute, die jetzt so erfahren sind, denen muss ich jetzt nicht erzählen, wie er trainieren muss. Du kannst manchmal vielleicht ein paar Inputs geben, vor allem bei Schwachstellen. Ne? Wenn jemand ein super Oberschenkel hat, dann werde ich den Teufel tun und den sagen, wie er seine Beine trainieren soll. Ich finde immer, wenn, dann kannst du nur bei Schwachstellen sagen, probier mal was anderes. Ne? Und der Rest finde ich immer bei erfahrenen Leuten, das ist mehr ein Zusammenarbeiten. Teilweise bist du ja ein Mentor oder schmeißt mal in einen Topf ein bisschen und sagst, warum macht man es vielleicht nicht so? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich mag das ehrlich gesagt nicht. Bei Anfängern ist es was anderes. Ne? Oder bei Nicht-Erfahrenen. Aber bei erfahrenen Athleten, die in der Regel ihren Körper selbst auch kennen, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass die selbst ihr Ding mit reinbringen müssen. Also wenn ich jetzt jemandem Dinge sage, mach das so und der hat dann schon ein schlechtes Gefühl oder sagt, das weiß nicht, dann mache ich das nicht, weil da kann ich nur verlieren, jetzt mal blöd gesagt. Also deswegen mag ich dieses Wort Coach, gerade jetzt bei wenn du mit guten, erfahrenen Athleten zusammenarbeitest, gar nicht. Mit wem hätte ich mal gerne trainiert? Ich hätte mal gerne trainiert mit einem Milos Sarchev zum Beispiel, und zwar aus dem Grund, du trainierst gerne mit jemandem, wenn du sein System gut findest. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt das mal vergleiche, der Dorian jetzt damals mit seinem Hit, oder das wäre für mich nichts, weil ich das selbst nicht dahinter stehe oder das. Ich finde den Milos Sarchev seine Ansätze sehr, sehr gut. Der das erklärt, wie er das sieht mit Muskelaufbau, dass du einerseits natürlich diese schweren Gewichte brauchst für dieses klassische Muskelwachstum, also diese Muskelfaserverdickung, aber auch diesen Ansatz, ich glaube, da war er einer der ersten, dieses Muskelwachstum, dieses sarkoplasmatische, also diese Zellflüssigkeit mit dieser Hyperämie im Training, also maximalen Blutfluss erzeugen, was du halt nicht machst mit 8 oder 12 Wiederholungen, sondern mit Intensitätstechniken mache ich ganz viel mittlerweile. Irgendwann wird dieses System immer schwerer trainieren, ja auch nicht mehr funktionieren. Wenn du älter wirst, Verletzungen, und du wirst ja nicht unendlich stärker. Und da
wie gesagt, gerne mal mit dem Milos, weil ich seine Ansätze sehr, sehr gut finde. Ne? Mhm. Oder auch Charles Glass, der manchmal Athleten neue Inputs gibt, was Übungen angeht. Und zwar auch, das ist ja auch immer das, was ich gemeint habe, der Charles Glass, der braucht jetzt, was weiß ich, wenn er mit einem Dexter Jackson oder so, dem muss der das Training nicht beibringen. Aber ich habe das damals gelesen, das fand ich sehr interessant und das habe ich ja auch gesehen. Beispielsweise Dexter damals, der war da über 40 und seine Beine sind immer schlechter geworden. Und dann hat der Charles zu ihm gesagt, Dexter, hör auf mit freien Kniebeugen. Da wirst du keine besseren Beine mehr bekommen, ne? Weil der hat immer noch gemeint, der muss Kniebeugen machen. Und dann hat er den Beine anders trainieren lassen. Und ich weiß das noch ganz genau, weil ich damals mit dem Ronny ja viel unterwegs war und der Ronny hat den bei der FIBO damals eigentlich fast geschlagen, den Dexter. Da war er ganz nah an ihm dran. Da hat der Dexter gewonnen, Ronny ist Zweiter geworden und dann ein Jahr drauf, ja, hat der Dexter plötzlich wieder bessere Beine gehabt und das im gesetzten Alter. Ne? Deswegen interessiert mich sowas. Ne? Also das ist halt mit Köpfchen auch, was die machen. Finde ich gut. Und das aber nochmal, wenn jetzt auch Jüngere zuschauen, mit diesem ganzen Trainingszeug, deren Ansatzpunkte ich sehr, sehr gut finde. Vor allem, wie gesagt, für Athleten, die eben schon ein gewisses Level haben oder auch im fortgeschrittenen Alter. Also ich rede jetzt nicht von Anfängern oder Jungen, die brauchen da auch gar nicht so viel jetzt rummachen mit Spezialübungen, mit Intensitätstechniken. Die sollen einfach schwer trainieren und stärker werden, weil das funktioniert die ersten Jahre problemlos. Aber wie gesagt, bei Athleten, die schon ein Level haben, da hätte ich gerne mal mit einem Milos Sadchev trainiert. Ja. Und welchen Athleten würdest du denn coachen? Das wollte ich gerne auch wissen. Naja, ich habe ja gesagt, Steve hätte mich ja auf jeden Fall damals interessiert. Wäre interessant gewesen. Ja, ansonsten mir fällt jetzt speziell. Ich meine, Steve ist ja im Prinzip immer noch interessant. Er ist ja noch Wettkampfathlet und er kommt auch bald in meinen Podcast in ein paar Wochen. So. Ja, aber Steve sagt selbst, ihr braucht, also ich rede, wie gesagt, ich spreche schon öfter mit ihm, das macht er mit Sicherheit auch mit mir. Ich weiß, dass er auch mit dem Ronny oder so öfter quatscht. Und das ist ja, was ich mal meine, ich finde das auch gut, oder was ich mal gesagt habe, wir haben ja in Deutschland ein paar gute Jungs, die wir ja auch kennen von Amateurbeinen an. Und ich bin manchmal der Meinung, ich finde das ja immer interessant, wenn dann Außenstehende sagen, ja, wir brauchen jetzt einen US-Coach und sonst was. Also ganz ehrlich, ich weiß, was manche US-Coaches machen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben einen Markus Rühl, wir haben einen Dennis Wolf, wir haben einen Ronny Rockel. Das waren Olympia-Finalisten oder Dennis Arnold Jessig-Sieger, Ronny mehrfacher Grand Prix-Sieger. Die sind auch ohne irgendeinen US-Coach dahin gekommen. Also ich weiß nicht, die können auch nicht zaubern. Und ich glaube, oder sage auch immer, ich denke, viele, die brauchen nicht einen festen Coach. Wenn die ein paar wenige Leute um sich herum haben, die das ernst meinen mit denen und die kennen, auf deren Meinung sie was sollen, das würde einige weiterbringen. Und zwar mehr als irgendeinen Coach in Amerika, für den du letztendlich auch nur irgendeine Nummer bist. Das ist einfach so. Ne? Weil die super Coaches, du kennst die wahrscheinlich besser wie ich bin, die haben ihre absoluten Top-Athleten und dann haben die auch viele andere, die halt so mitlaufen. Und wenn du dich persönlich austauschen kannst und hast einen persönlichen Bezug zu den Leuten und tauschst da auch mal Meinungen aus oder bringst dich vielleicht ein bisschen auf einen anderen Weg, das ist meine Meinung, das bringt viele am meisten. Also ich kann jetzt nur sagen, als ich damals mit dem Ronny zusammengearbeitet habe, ich habe ja den Ronny nicht eins zu eins gesagt, was er machen soll. Das ist ja auch ein kompletter Blödsinn. Das Erste, was ich dem Ronny, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber das kann ich ja mal kurz sagen, wie das zustande gekommen ist. Der Ronny hat ich glaube bei Team Andro damals war es, da hat er irgendwie gesagt, das war bei einer Arnold Jessigs in einem Interview, das war seine beste Form. Und dann, ich habe den Ronny immer so vom Sehen her gekannt, und dann bei der FIBO waren wir mal im gleichen Hotel und da waren wir abends beim Essen. Dann war der auch am Tisch und da bin ich zu ihm hin und habe gesagt, bist du wirklich der Meinung, dass das deine beste Form war? Dann sagt er, ja.
Sag ich, nein. Sag ich, ich sag dir jetzt mal, deine beste Form bis dato hast du gehabt, dass du Deutscher Meister Gesamtsieger geworden bist. Ja, dann hat er mich angeschaut, ja, wie. Ich bin fit geschlagen. Sag ich, Ronny, das ist aber die Wahrheit. Und dann hat er mir gesagt, also das weiß ich noch, sag ich, machst du das alles selbst? Ja, hat er gesagt, er trainiert ja drin so im McFit in Zwickau, er hat ja da niemanden. Und das ist ja nicht so weit weg gewesen, habe ich gesagt, ja, komm halt mal vorbei, wenn du die machst, ich schaue dich schon regelmäßig an. Und er war damals auch immer so fixiert auf seine 100 Kilo. Der hat da wirklich mir Geschichten erzählt, der ist nachts auf die Waage und wenn er keine 100 mehr gewogen hat, dann hat er so viel Hühnchen gegessen, dass er wieder 100. Und habe ich gesagt, Ronny, ob du 100, 102, 98 Kilo hast, das ist scheißegal. Sag ich, du musst einfach... Du hast eine gottgesegnete Symmetrie und du musst punkten mit deiner Symmetrie und musst richtig in Form sein. Und das war der dann 2009 das erste Mal. Da war das ein Unterschied, der war jetzt nicht schwerer oder so, aber er hat einfach anders ausgesehen. Er hat nicht mehr Muskeln gehabt, ein bisschen Rückseite verbessert. Und wenn ich jetzt ihm das nicht gesagt hätte, dann hätte er wahrscheinlich, weil der Ronny jetzt auch kein Typ war, der auf andere irgendwie zugegangen ist, dann hätte er einfach so weitergemacht. Ne? Dann hätte er so seinen Stiefel weitergemacht, weil ein festes Konzept hat er nicht gemacht, gehabt. Der hat ja dann einmal, das war auch noch ganz lustig, eine Geschichte, der hat ja in Australien seinen ersten Grand Prix gewonnen. Und der hat ja damals in Australien den Lee Priest geschlagen, den Branch, und da waren einige gute dabei. Ne? Und ist der Hammer. Ja, und dann habe ich gesagt, was hast denn du da gemacht? Sagt er nichts. Das war ja ein 24-Stunden-Flug oder so. Er hat im Flugzeug gefressen, was es gegeben hat. Ja. Damals sein Manager, in Anführungszeichen, der Hans Matt von Goldfield, der vom Bodybuilding hat keine Ahnung gehabt. Also er hat eigentlich, das war ein Zufallsprodukt. Ne? Er hat einfach erst aus dem Flieger ausgestiegen und den nächsten Tag oder zwei Tage drauf war der Wettkampf und das hat einfach gepasst. Aber wie er das gemacht hat, ne, hat er überhaupt nicht gewusst. Und dann habe ich... Ja. Und dann habe ich auch gesagt, wirklich... Ja. Nee, dann habe ich gesagt, wir brauchen heute schon ein System. Und dann hat Mama halt mit System das mal alles gemacht. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass du bei vielen Leuten, die ja super Bodybuilder sind und die ja schon ein gewisses Level haben, dass du da mit kleinen Dingen, wenn du die mal in die Spur bringst, kannst du da oft schon viel rausholen. Das ist meine Meinung. Genau. Und zum Charles Glass wollte ich. Ja. Ja. Und zum Charles Glass wollte ich nochmal sagen, ich habe Charles Glass täglich gesehen für Jahre, wie er die Leute trainiert hat, welche kleinen Tricks er da hatte, kleine Angles verschieben und so weiter und so fort. Ja. Also es war schon super, super interessant. Und ich werde demnächst einen Podcast mit Charles Glass haben, weil wir sind befreundet. Und da freue ich mich sehr drauf. Das dazu. Okay, jetzt sind wir endlich bei der letzten Frage. Ich meine, also niemand kann sich heute beschweren und sagen, der Podcast war aber nicht so lange. Ja, heute ist wirklich lange. Also, die letzte Frage, Tina. Du fängst an. Welchen Podcast auf YouTube schaust du dir eigentlich an? Ich versuche so viel zu schauen, wie es irgendwie geht. Also ich gucke natürlich den von Ben. Dann gucke ich natürlich den von Gannikus. Aber ich, also, wer hier Content produziert, da gucke ich immer rein. Also immer, weil ich denke immer, man kann nie genug wissen. Man kann nie genug wissen, was in der Szene los ist und was andere für Ideen haben. Und da kriegt man schon immer mal einen Input, wo man selber auch mal recherchieren könnte. Und ich gucke natürlich dann auch bei den Amis rein. Ja, da habe ich auch. Echt, muss ich sagen, oft ein Problem mit der Sprache, wenn die dann so extrem Slang reden. Also so Umgangssprache, da komme ich nicht immer ganz klar. Aber die Ami-Foren oder die Ami-Podcasts, die schaue ich natürlich auch. Klar. Ich nehme einen Ball, Dennis Reiner und so, ne? Dennis James und so weiter. Ja. Sein Roundtable. Mhm. Manuel, erzähl uns mal. Ich muss zugeben, ich schaue sehr, sehr wenig Podcasts. Also ich schaue den Gannikus-Podcast natürlich, und da ohne dass ich jetzt da irgendwie eigentlich mit der Martina, wenn dann die Podcasts, das läuft da, wir haben
trotzdem einen langen Tag. Das ist bei uns dann oft, meine Freundin schaut das immer und die, dann läuft das bei uns beim Abendessen mit. Dann schaue ich deine natürlich auch, weil du inzwischen sehr, sehr viele interessante Gäste hast, auch oft von den Älteren, die jetzt die junge Generation gar nicht kennt, aber was mich persönlich dann natürlich interessiert. Aber das war es eigentlich schon. Ich sag, mir fehlt einfach auch die Zeit dazu. Ich habe zu wenig Zeit, um da mir viele Podcasts anzugucken. Ja, genau. Und Ich meine, ja, Martina. es gibt ja einige, man muss schon sagen, es gibt einige interessante, auf jeden Fall. Und ich würde mir auch mehr anschauen, weil ich bin da voll bei der Martina. Mir gefällt ja das immer. Wir tauschen uns ja auch oft aus. Ich habe ein paar Leute, mit denen man sich austauscht, weil du kannst immer was Neues, oder nicht nur du kannst, du lernst immer was Neues oder andere Ansichtspunkte und so. Und das ist ja auch irgendwie das ganze Interessante an dem Sport, weil einfach so viele Wege irgendwo hinführen. Und auch wenn du dich mit Athleten austauscht und so, und ich glaube, wir haben, auch wenn das nach außen hin manchmal vielleicht ein bisschen anders dargestellt wird, so in der deutschen Bodybuilding-Szene mit diesen, in Anführungszeichen, Beef-Geschichten da, aber trotzdem ist es schon so, dass viele sich untereinander auch austauschen. Also für mich ist auch immer eine Freude, wenn du zu irgendeinem Wettkampf kommst. Ich war jetzt dieses Jahr mal bei einigen Meisterschaften wieder. Also eigentlich ist der Tag dann immer viel zu kurz, weil du triffst so viele Leute wieder, mit denen du dich eigentlich viel länger austauschen würdest, wollen würdest, dann kommt aber wieder einer oder der. Also das ist schon nach wie vor sehr, sehr schön. Ja. Und Martina ist immer ein Muss bei Garnicus, gar kein Thema. Also das darf niemand verpassen. Das darf niemand verpassen. Ja. Du bist ja nicht so was ich. Das ist eine Sache, die ich echt vermisse. Also ich vermisse jetzt Deutschland nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, da wo ich bin. Aber mal so auf eine Meisterschaft zu gehen und halt all diese Leute persönlich mal wieder zu sehen und zu quatschen und so weiter. Ah. Aber ich freue mich auf die FIBO. Ich komme auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich sehe euch zwei dann auch da auf der FIBO. Dann bin Das wäre echt ich cool. auch. Ich habe mir vorgenommen, ich war jetzt boah, bei der letzten FIBO. Meine letzte FIBO war 2014. Also nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall mal wieder hin oder werde ich wieder mal vor Ort sein. Weil Okay. das ist genau das, was du sagst. Man trifft immer viele, viele Leute. Ja, bei Meisterschaften ist immer ein bisschen das Blöde. Ich wäre jetzt auch gern nächste Woche mal auf die DBV Deutsche wieder gefahren, aber die Wochenende bin ich leider woanders. Das ist in Wiesloch, da habe ich die schönsten Erinnerungen. Wiesloch finde ich war immer ganz, ganz toll. Aber jetzt dann natürlich auch mit den ganzen Verbänden ist manchmal, müsstest dich teilen. Dann ist hier was, da was. Das ist immer ein bisschen ärgerlich manchmal. Aber das ist eigentlich das, der Hauptgrund mit, warum ich da eigentlich immer hinfahre, weil du halt mal wieder viele Leute triffst. Ja. Mit den Verbänden, das verstehe ich so ein bisschen nicht, weil wenn ich doch ungefähr weiß, wann der Verband seine Meisterschaften hat, dann mache ich doch nicht unbedingt am selben Wochenende meine Meisterschaft auch. Also, naja, wie auch immer. Ja, ich Egal. denke, das Problem ist natürlich auch mit der Hallenbelegung und so, ne? Das Problem ist immer, die Hallen sind ja Jahre im Voraus gebucht schon, Ah, ne? okay. Und du hast halt inzwischen so viele Meisterschaften, du kannst das teilweise. Also klar, wenn man vielleicht manchmal irgendwie in einer gewissen Weise vielleicht kooperieren oder zusammenarbeiten würde in der Form, dass man sich vielleicht abstimmt, zumindest bei den ganz Großen, dass man jetzt nicht alle deutschen Meisterschaften an einem Wochenende. Wer, denke ich, würde jeder Verband profitieren davon? Würde ja Mit keiner schaden. Sicherheit, aber versucht diese Leute mal an einen Tisch zu kriegen und über sowas zu diskutieren. Haha, das funktioniert nicht. Also wir sind ja erstmal jetzt ganz kurz dabei, dass wir in Deutschland wirklich mit zwei verschiedenen Verbänden in der Art arbeiten. Und wenn man sich überlegt, also bei uns geht ja die Wettkampfsaison von der FIBO bis zur Deutschen. Und das ist ja für alle, die den Sport machen, gleich. Das ist ja, du kannst im Frühjahr was machen, du kannst im Herbst was machen, aber dass man das irgendwie anders verschiebt. Wir kriegen ja nicht mal unsere DBRV-Wettkämpfe gut unter. Da haben wir jetzt die Saison schon strecken müssen. Und wenn man dann noch sagt, okay, man möchte jetzt noch gegenseitig Rücksicht nehmen, was sicherlich Sinn machen würde, aber dann wäre die Saison das ganze Jahr über. Ja, Ja, geht okay. nicht zeitlich nicht möglich, ja. Ja. Genau. So, ich denke, wir sind am Ende angekommen.
eines sehr langen und ausführlichen Podcasts. Ich denke, alle Fragen wurden perfekt beantwortet. Und ich möchte mich sehr gerne bei unseren Gästen bedanken. Natürlich erstmal der Martina, die nächstes Jahr nochmal wiederkommt zu ihrem eigenen Podcast, wo wir alles über die Martina erfahren werden. Alles Gute, alles Schlechte und alles zwischendrin. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich bedanke mich sehr beim Manuel, der ja mittlerweile, kann man schon sagen, fast ein Stammgast bei mir ist. Der ist ja jetzt schon zum dritten Mal hier gewesen. Gerne. Wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, nehme ich an. Und ich danke dir natürlich. Ich danke dir natürlich auch. Ich danke euch beiden. Vielen lieben Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, diesen Podcast zu machen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Nacht nach Deutschland. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.